König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Meine Scheiße, nein. MOND. Und das buchstabiert man Podcast. Und mit diesen einleitenden Worten herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer epischen Besprechung von Stephen Kings The Stand. Hallo. Wir machen gleich da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir besprechen jetzt das dritte Buch, Das letzte Gefecht, und beginnen mit Kapitel 61. Und ich glaube, Dela ist jetzt an der Reihe. Genau, in diesem Kapitel befinden wir uns mit dem Richter auf der Reise, ja, zu Fleck, beziehungsweise zu seiner Spionagemission. Und ja, der Richter hat keine sonderlich angenehme Zeit, denn er wird während seiner Reise schon immer wieder von Krähen gepeinigt und genervt. Er beschließt dann letzten Endes, jede Scheißkrähe, die ihm so über den Weg kommt, abzuschießen. Aber er spürt in seinem Inneren schon, dass seine Zeit zum Sterben wohl bald gekommen ist. Dabei denkt er unaufhörlich an das Wort K, aber er kann es nicht so richtig einordnen. Fleck hat in der Zeit allerdings, weil er schon Böses ahnt, Grenzwächter aufgestellt, nämlich die Herren Bobby Towie und Dave Roberts. Er hat den Menschen den Befehl gegeben, dass eigentlich ja entweder die Spione, mit denen gerechnet wird, komplett gefangen genommen werden und unversehrt zu ihnen gebracht werden sollen, oder aber, dass man wenigstens ihnen nicht in die Köpfe schießt, weil man diese abschlagen möchte und als Abschreckung an Boulder zurückschicken möchte. Nun sind leider Flecks Männer nicht unbedingt die größten Profis auf dieser Erde. Und deswegen lassen sie erstmal den Wächter völlig unbehelligt durchfahren, bis sie dann ihren Irrtum bemerken und es dann zu einer Schießerei kommt. Im Laufe dieser Schießerei passiert es halt, dass der Richter erschossen wird. Blöderweise wird er halt wirklich gut zersiebt und auch nicht wirklich unversehrt gelassen. Naja, und damit ist natürlich Flakes schöner Plan schon mal gestorben. Und ja, deswegen taucht dann auf einmal aus dem Nichts Fleck persönlich auf, um seine Frustration über diesen versauten Befehl an Bobby auszulassen. Er zerfetzt ihn mit seinen Zähnen. Spion Nummer 2 ist eine Spionin, und zwar Dana Jürgens. Die nutzt eine Affäre mit Lloyd, um ihm Informationen zu entlocken. Er erzählt ihr unter anderem von dem Mülleimermann und dass ja, er ziemlich große Stücke auf ihn hält. Insgesamt ist sie sehr beeindruckt von der Disziplin und dem Fleiß, der Menschen. Dieser fußt allerdings hauptsächlich auf der Angst hinzurichten, wenn man nicht mehr richtig funktioniert. Ja, sie entdeckt dann auch Tom Cullen, ist sich aber nicht sicher, ob der aus irgendeinem Grund geflohen ist oder vom Komitee auch als Spion geschickt wurde. Das kann sie sich nicht wirklich so vorstellen. Als sie aufliegt, wird sie zu Fleck gebracht und ja, der bietet ihr eine sichere Rückkehr nach Boulder, wenn sie ihm die anderen Spione nennt. Sie weigert sich aber, irgendwen zu verraten. Fleck kann Tom anscheinend nicht spüren aufgrund dessen Behinderung. Ja, nach einem erfolgreichen Versuch, Fleck zu töten, bringt sie sich schließlich selbst um. Erfolglos, meintest du? Nach einem erfolglosen Versuch, Fleck zu töten. Du hast recht. Das macht auch wesentlich mehr Sinn. Naja, bei Fleck ist das immer so ein bisschen zweifelhaft, ob der überhaupt sterben kann, beziehungsweise ob es vielleicht doch sinnvoll gewesen wäre. In Kapitel 63 begegnen wir dann Dean McCarthy, dem vielleicht jüngsten Einwohner von Las Vegas. Dessen Tagesmutter spricht gerade mit einer jungen Frau und Dinny ist dann abgelenkt, weil eine seiner Lieblingspersonen gerade ankommt. Es ist nämlich Tom Cullen. Die junge Frau erkennt Tom Cullen auch. Sie sind sich nämlich schon einmal begegnet. Es handelt sich dabei um Julie Laurie, die damals auf Tom und Nick geschossen hat. Im 64. Kapitel rutscht Harold auf seiner Flucht mit dem Motorrad aus und stürzt einen Abhang hinunter, wobei er sich am Bein bricht. Nadine verweigert ihnen jegliche Hilfe. Er schießt auf sie, verfehlt jedoch. Nadine lässt ihn zurück. Er quält sich dann den Abhang hinauf und schreibt einen Abschiedsbrief, worin er Verantwortung übernimmt und sich auch entschuldigt. Er unterschreibt ihn mit Hawk. Dann erschießt er sich. Fleck sitzt in der Wüste und denkt darüber nach, warum in letzter Zeit so vieles schief lief. Er fürchtet sich vor den kommenden Ereignissen, weil er sie nicht voraussehen kann. Er ist sich aber siegessicher. Danach trifft er
dann auf Nadine und ja, vergewaltigt sie. Währenddessen macht sich Tom wieder nach Osten auf und die Gruppe um Stu zieht nach Westen, was beides von Flag nicht bemerkt wird. Im 65. Kapitel haben wir dann wieder ein ungeplantes Ereignis, das Flag ein bisschen kalt erwischt. Denn Carl Hugh berichtet Lloyd Henry von Mülleimermanns Bombenanschlag, bei dem er einen Piloten getötet hat und einen weiteren tödlich und zwei weitere schwer verletzt hat. Nachdem die Piloten den Mülleimermann eben ausgelacht hatten für seine selbstgebauten Bomben, hatte der den Hangar von Indian Springs abgepackelt. Und Lloyd hat jetzt die undankbare Aufgabe, Flag darüber zu informieren, was natürlich eher unangenehm ist. Aber es gibt auch noch eine gute Botschaft für Flag, denn die eben schon angesprochene Julie Laurie hat ihm gepetzt, dass eben Tom Cullen wahrscheinlich der nächste Spion ist und sich höchstwahrscheinlich mit Nick Andrews in Las Vegas aufhält. Keiner von den entsprechenden Menschen weiß allerdings, dass Nick schon einige Tage tot ist, aber wohl immer noch mit Tom in einer Art geistiger Verbundenheit existiert. Und Lloyd notiert das Ganze in seinem Notizbuch. Und ja, Tom ist dabei allerdings schon wieder gerade dabei, zurück nach Boulder zu gehen. Ja, Lloyd entdeckt dann die Verbindung zwischen Tom und Nick. Ja, allerdings, wie gesagt, zu spät, da Tom bereits auf dem Rückweg ist. Er muss dann Flag berichten, dass er den Spion zwar gefunden hat, der aber entkommen ist. Und dazu halt die Sache mit Mülleys Anschlag auf den Hangar. Flag befiehlt dann, Tom zu verfolgen und Mülli schnell und schmerzlos zu töten, wenn er wieder auftaucht. Die Hubschrauber, die Tom verfolgen sollen, explodieren jedoch, weil Mülli auch an den Sprengsätze angebracht hat. Flag fragt sich, wem er noch trauen kann. Lloyd schien ihm zweifelhaft, weil er ja irgendwie ein bisschen aufmüpfig war, weil er ihm nichts von der roten Liste erzählt hat und ähnliches. Und Nadine Cross saß katatonisch in seinem Zimmer, kommt auf ihn zu und prophezeit ihm, dass Stu Redman und seine Gefährten bald in Las Vegas sein werden. Wett dementiert das wütend und als Nadine nicht aufhört, ihn zu verspotten, wirft er sie dann vom Dach des Hotels und erlöst sie von ihrem Schicksal. Aber Flag ist immer noch der Meinung, alles vollkommen im Griff zu haben. Währenddessen weiß der Mülleimermann, dass er einen Fehler gemacht hat mit diesen ganzen Bomben, aber er will das wieder gut machen. Er will Flag eine bessere Waffe besorgen. Er sucht eine Atombombe für seinen Meister. Ist ja auch vollkommen nachvollziehbar. Wer würde es nicht so tun? Ja, währenddessen betrinkt Lloyd sich auf seinem Zimmer. Froh, die Zusammenkunft mit Flag glimpflich für ihn ausging. Außerdem kommt noch Whitney dazu. Sie trinkt auch mit ihm und erzählt ihm, dass sie wohl auch bald Las Vegas verlassen werden, da sie keine Zukunft hier sehen. In der Zeit hat Mülleimermann seine Atombombe gefunden und ist darüber sehr glücklich und zufrieden. Er ist natürlich von vornherein ja schon ein relativ kaputter Mensch durch die Verletzungen von den Brandanschlägen und so weiter und so fort. Und lässt sich jetzt von der tödlichen Strahlung, der er ausgesetzt ist, irgendwie so überhaupt nicht stören, denn er denkt an das Gesicht seines geliebten Führers und Freundes Flag und möchte ihm halt sein Geschenk bringen. Er transportiert also die Bombe auf einen Hebewagen und möchte die gerne nach Las Vegas schaffen. Dabei kommt er allerdings natürlich nicht sehr schnell voran. Aber wie gesagt, er freut sich und hofft, dass er jetzt seinem Meister ein gutes Geschenk gebracht hat. Und damit wird alles gut. Ja, Flag zieht sich wieder in die Wüste zurück, wo er ja ein bisschen Ruhe sucht und sendet dann sein magisches Auge aus in Form eines Raben, glaube ich, um die ja prophezeiten Eindringlinge zu finden. Er entdeckt sie dann auch in Grand Junction, aber Kojak, der bei denen ist, spürt die Anwesenheit des dunklen Mannes und weckt sein Herrchen Glenn. Flag verliert einen Teil seiner Angst vor Boulder, als er diese verängstigten Leute sieht und beschließt, sie öffentlich hinzurichten. Im Kapitel 71 haben unsere vier Helden jetzt ihre Reise noch nicht mal zur Hälfte hinter sich gebracht. Sie sind mittlerweile an den Leichen von Harold und von The Kid vorbeigekommen, können aber nur ahnen, was hier wirklich passiert ist.
Am 23. September setzt der Schneefall ein. Das erschwert die Reise schon mal sehr. Die Straßen wurden durch einen Dammbruch unterspült. Und deswegen muss die Gruppe jetzt einen ziemlichen Abhang überwinden. Beim Klettern rutscht Stu aus und stürzt in die Tiefe. Er bricht sich ja bei beide Beine und muss zurückgelassen werden. Larry will Stu nicht alleine lassen. Er hat in seinem Leben schon sehr viele Menschen zurückgelassen und er will das nicht nochmal tun, aber Stu überzeugt ihn. Die Gruppe bricht dann mit Larry als Führer auf. Kocek bleibt bei Stu zurück und sie alle werden Stu nie wiedersehen. Und mit dem 72. Kapitel kommen wir zum großen Finale. Die Gruppe um Larry trifft nämlich auf Flag Shang. Sie lassen sich gefangen nehmen und werden ins Gefängnis nach Las Vegas gebracht. In den Verhören geben sie sarkastische Antworten. Schließlich erscheinen auch Lloyd und Randall, um die Verhöre zu führen. Glenn gibt auch weiterhin spöttische Bemerkungen. Woraufhin Flag Lloyd befiehlt, Glenn zu erschießen. Glenn vergibt ihn vorher, kann Lloyd sogar fast davon überzeugen, es nicht zu tun, aber nur fast. Am 30. September dann sollen Ralph und Larry öffentlich hingerichtet werden. Jedoch erhebt sich ein Mensch aus der Menge, um lautstark dagegen Einspruch zu erheben. Flag erzeugt eine Feuerkugel und tötet diesen Menschen. Zeitgleich taucht auch Mülleimermann auf mit seiner Atombombe. Die Feuerkugel, die Flag erzeugt hat, kommt der Bombe zu nahe. Flag beamt sich ohne seine Kleidung fort, die Bombe zündet und löscht Las Vegas aus. Gut, in derselben Zeit glaubst du in der Gesellschaft von Kocek bald sterben zu müssen. Deshalb schreibt er Franny einen Abschiedsbrief, den Kocek dann zurück nach Boulder bringen soll. Er bereitet sich in enormen Fieberkrämpfen auf den Tod vor und sieht dann am Horizont einen Atompilz. Daraufhin begreift er natürlich, dass seine Freunde jetzt tot sind. Zweifelt aber daran, ob sie jetzt wenigstens dann Fleck und seine Genossen mitgenommen haben oder ob sie erfolglos waren. Er träumt am Abend wieder vom dunklen Mann und weist seinen Kumpel Hep an, nochmal die Pumpe abzuschalten, womit das Ganze halt für ihn anfing. Es ist noch bis dahin für ihn sehr unsicher, ob die ganze Mission erfolglos war oder erfolgreich. Nach dem Traum glaubst du, der dunkle Mann wolle ihn holen kommen. Und ja, plötzlich hört er eine Stimme, die den Hund Kocek ruft. Und die kommt ihm bekannt vor. Und deswegen glaubt er, das sei ein Trick von Flag. Aber er erkennt letzten Endes den Rufenden wieder. Es ist nämlich Tom Cullen. Und Tom kümmert sich dann um Stus Genesung. Er baut einen Schleppschlitten und transportiert Stu weiter nach Osten. Und finden dann dort einen Plymouth, wo sie mit dem sie dann wieder wegfahren können. Ja, Kapitel 74. Tom hat eine Vision von Nick und der zeigt ihm, welche Medikamente aus dem Drugstore Stu braucht, damit sich die Wunde nicht entzündet. Ja, aufgrund der Wetterbedingungen ist ja inzwischen Winter, müssen sie immer mal wieder Rasten von mehreren Wochen einlegen. Eine Teilstrecke können sie auch noch mit dem Schneemobil zurücklegen. Und ja, letztendlich kommen sie dann am 4. Januar wieder in Boulder an und Stu geht sofort zu Fran, um sie und ihren Sohn zu sehen, der inzwischen geboren ist. Im Kapitel 75 liegt Fran nach der Geburt im Krankenhausbett. Sie fragt ständig die Krankenschwester, ob denn ihr Kind noch am Leben ist. Und als plötzlich zwei Leute in ihrer Zimmertür auftauchen, kann sie es erst nicht fassen. Es sind Stu und Tom. Die beiden Ärzte erklären Franny und Stu, dass ihr Kind die Grippe wohl überleben wird, da die Immunität wohl doch vererbbar ist. Jedenfalls lebt Frannys Kind. Auch Lucy erfährt, dass sie schwanger ist. Und im 77. Kapitel haben wir eine kleine glückliche Maifeier. Wir haben mittlerweile erfahren, dass der Sohn von Franny Peter heißt und gesund und kräftig ist. Franny beschließt, dass sie gerne zurück in ihre Heimat wollte oder nach Castle Rock. Und ja, die freie Zone wächst immer weiter, es entwickelt sich immer mehr, es kommen immer mehr neue Leute und ja, die Komitees müssen erweitert werden, der ganze Kram. Aber viele Leute der ersten Stunde wollen die Stadt verlassen und die Vereinigten Staaten wieder bevölkern. Und ja, das Ganze endet dann damit, dass Stu hofft, dass die Menschen ihre zweite Chance besser nutzen und der Erde eine Ruhepause gönnen, um sich wieder zu regenerieren. Ja, bleibt der Epilog. Randall Flag
wacht auf an einem weißen Strand. Es hat so ein bisschen Flair einer Südseeinsel. Ja, auf der einen Seite das Meer, auf der anderen Dschungel. Und es tauchen ein paar Einheimische auf, die ihn erst mit Speeren bedrohen. Aber ja, Fleck, wenn er sie nicht beeinflussen könnte. Und letztendlich verehren sie ihn wie einen Gott. Und Fleck fragt sich, was er denn jetzt mit seiner neuen Chance alles tun soll. Genau, damit hätten wir die Inhaltsangabe umfassend geklärt. Wir sind jetzt auf gut 3 Stunden nur für den Inhalt. Und ja, als nächstes, dachte ich, würden wir an dieser Stelle dann langsam über die Charaktere und über den ganzen Rest reden. Deshalb fangen wir mal mit den Charakteren an, würde ich sagen, oder? Bevor wir das machen, würde ich allerdings vielleicht kurz noch mal ein paar Sätze zu Trivia sagen. Da könnt ihr mich dann gerne ergänzen, wenn ihr das wollt. Ich denke nur, das ist ganz wichtig, dass wir das voranschicken. Wichtig ist, dass das ganze Buch in mehrere Bücher aufgebaut ist. Ja, kenntnisreiche Menschen wird das sicherlich auch an die Bibel selbst erinnern. Denn eben gerade vor allem der alttestamentarische Teil und so weiter ist ja auch in Bücher aufgebaut. Und das Ganze soll eben auch diese Religiosität widerspiegeln. Außerdem haben wir in dem ganzen Buch sehr relevante Thematiken, die auch verknüpft sind. Und das ist ein kleines bisschen ein Problem mit dem Buch. Es ist sehr eng verknüpft mit Rassismus und Sexismus. Also wir haben hier 3 relevante Frauen, alle anderen sind die eine ist Eva, die andere ist Lilith, die andere ist die Verkörperung Gottes. Also auch hier wieder eine Dreifaltigkeit. Und Rassismus haben wir halt ja auch. Die einzige Schwarze in dem ganzen Buch ist die Abigail. Und naja, ansonsten haben wir halt nur noch die Mutterfiguren, die sehr wichtig sind. Frannys Mutter, Lauries Mutter, Harolds Mutter. Und ja, selbst Abigail, die ja letzten Endes ihre Kinder eigentlich im Stich lässt. Also das nur im Hinterkopf behalten, während wir jetzt die ganzen anderen Geschichten besprechen und auf die Charaktere eingehen. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir damit an. Genau, und wie wir schon erwähnt haben, gibt es da sehr viel Dualität auch zwischen den Charakteren. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit Stu an und Fran. In Ordnung? Genau. In dem Punkt ist halt vor allem, wir haben ja eine klassische Adam-Eva-Konstellation. Fran ist zwar nicht von Stu schwanger, das ist übrigens insofern lustig, wo wir gerade festgestellt haben, dass ja angeblich die Immunität doch vererblich ist. Denn zumindest was mit dem ursprünglichen Vater von dem Kind passiert ist, wissen wir ja nicht. Aber es könnte zumindest in der Theorie sein. Aber wie gesagt, wir haben halt hier eine klassische Adam-Eva-Konstellation. Sie sind beide sehr klassische Amerikaner mit all ihren kleinen Alltagsproblemen und Begebenheiten. Und ja, eigentlich erfüllen sie haben eigentlich keinen eigenen Charakter großartig, sondern sie sind sehr leer und sehr kontrastlos, damit eben wirklich der Leser sich mit einem der beiden identifizieren kann. Sehe ich das richtig? Stu ist so wirklich der klassische Held aus der Arbeiterklasse, mit dem man sich jeder identifizieren kann. Er ist so der Good Guy, hat keine Fehler, es gibt eigentlich keine richtigen Konflikte mit der Figur, innerhalb sowieso nicht. Er wird beschrieben als Anfang 30, er kommt mir aber älter vor, wenn ich das Buch so lese. Hat natürlich ein ehemaliger Highschool-Footballspieler, hat sich nach dem Tod der Mutter um den Bruder gekümmert, ist verwitwet, das soll wahrscheinlich so ein bisschen Hintergrund für die Figur geben, hat aber in der Geschichte überhaupt keine Bedeutung. Er hat wenig Konflikte, aber trotzdem finde ich den Charakter jetzt eigentlich nicht blass. Also ich finde ihn schon einigermaßen realistisch dargestellt. Nee, blass nicht, aber er ist halt eine riesige Projektionsfläche. Er ist mehr Projektions- und Identifikationsfigur als, glaube ich, alle anderen in dem Buch. Weil alle anderen haben zumindest so unangenehme Seiten, mit denen man sich ungern identifizieren würde. Und die sind bei ihm und auch bei Fanny sehr ausgespart. Das finde ich auch. Wobei, witzigerweise, ist er nicht die Figur, mit der ich mich am meisten identifiziere. Aber okay, da kommen wir noch dazu. Was mir aufgefallen ist, wird ja als einfacher Fabrikarbeiter beschrieben und ist dafür eigentlich ziemlich gebildet. Also irgendwie passt das mir nicht so ganz zusammen, wie die Figur dargestellt wird und wie sein Hintergrund dargestellt wird. Ja, da gebe ich dir durchaus recht. Aber ich denke, das ist eben auch dieses,
wenn das schon der erste neue Mann der neuen Gattung Menschheit sein soll, dann muss er ja was auf dem Kasten haben. Und ich denke, das soll dieses demonstrieren. Er ist ein einfacher Arbeiter, nicht Handwerker, aber Arbeiter. Hat also dadurch eine Veranlagung zum Praktischen, ist also nicht so wie Glenn nur ein verkopfter Soziologe, der nur in der Theorie kann, sondern er ist intelligent, aber er kann gleichzeitig auch mit anpacken. Und ich glaube, deswegen ist er so dargestellt, wie er dargestellt wird. Seine wichtigsten Beziehungen in dem Buch sind ja neben Fran, die ja so der klassische Love Interest ist eigentlich, will ich sagen, die wichtigste Beziehung ist mit Harold. Weil ich sehe die beiden direkt als Gegenspieler, auch wenn Stu das am Anfang gar nicht so wahrnimmt. Am Anfang sind sie ja auch nur Rivalen um Frans Zuneigung. Und für Harold ist er aber eigentlich wirklich ein Todfeind. Naja, genau das ist, glaube ich, der Punkt. Du kannst das meiner Meinung nach nicht als direkte Rivalität sehen, weil Stu ist Harold ja in jedem Belang vollkommen überlegen und fühlt sich ihm auch vollkommen überlegen. Und deswegen verschwendet er auch keinen Gedanken an dieses Geschmeiß. Er kann sich ja sogar erlauben, ihm gegenüber wohlwollend Gnade walten zu lassen. So von wegen, ach, guck an, der hat auch endlich meine Frau gefunden. Also diese Rivalität ist, glaube ich, wirklich nur einseitig und von Stu so überhaupt nicht wahrgenommen. Ja, Stu ist, glaube ich, einfach zu großherzig, um wirklich einen Hass auf ihn zu empfinden. Vielleicht ist er auch ein bisschen einfach zu einfältig, um das wirklich auch zu erkennen. Ha, großherzig, einfältig, das geht Hand in Hand. Was ich auch interessant finde, ich glaube, wir sind jetzt ja relativ einig, dass Stu ja eine der wirklichen Hauptfiguren des Buchs ist, dass er am eigentlichen Finale gar nicht teilnimmt. Naja, ist halt insofern für die Handlung wichtig, weil er muss ja überleben. Also das ist wirklich, glaube ich, der einzige Grund, warum sie ihn da rausgeschrieben haben, mit so einer dämlichen Begründung. Ja, na gut, wieso überleben muss, da können wir streiten. Aber okay. Ja, weil er halt die Adam-Figur ist. Weil du kannst ja du kannst ja keine Eva haben ohne Adam. Das funktioniert in dieser Welt nicht. Das ist auch genau das, was ich meine mit Sexismus. Du brauchst den starken Mann, um die Welt wieder zu bevölkern, obwohl er ja zur Bevölkerung der Welt gar nichts beigetragen hat. Das war ja ein anderer Typ. Im ersten Schritt noch nicht. Ja, in den letzten Kapiteln macht er es ja dann doch. Zum Schluss erwartet Franny ja nochmal ein Baby und diesmal von Stu. Ja, okay. Aber dafür muss er überleben, was meinen Punkt beweist. Na gut. Machen wir dann gleich mit Franny weiter. Oder hast du noch was? Ja, ich hätte noch was. Ich bin mit der Adam- und Eva-Figur oder dem Bildnis nicht ganz einverstanden. Da die Konstellation doch eher daran erinnert an Maria, Josef und das Jesuskind. Das auch, das ist, gebe ich dir durchaus recht, das widerspricht sich auch nicht unbedingt. Das ist halt eine Personalunion. Ja, wenn du das sagst. Aber wo wir schon dabei sind, Franny wird ja von Mutter Abigail durch Handauflegen geheilt. Denkt ihr, dass dadurch auch das Kind vielleicht überlebt hat und gar nicht tatsächlich immun war? Das ist ein interessanter Ansatz. Das wäre ja wieder tatsächlich dieser heilige Geist dann. Kann sein, aber ja, ist mir zu spekulativ, um es jetzt zu sagen, so war's. Ja, mir auch, mir ist das gerade eingefallen. Nein, also der Ansatz ist, glaube ich, gar nicht mal so dumm, aber das Problem ist, das würde natürlich für die Gesamtbotschaft des Buches keine gute sein, denn wir hatten ja dann noch andere Schwangerschaften und so weiter und so fort, die jetzt im Epilog, beziehungsweise im letzten Kapitel. Und wenn nur durch diese, in Anführungsstrichen, Infusion von Mutter Abigail das Kind überlebt hat, dann sieht es natürlich schönster aus wie der Rest der Menschheit. Ja, dieses göttliche Eingreifen, das wir ja öfter haben, ich glaube, da kommen wir nachher auch noch deutlicher drauf. Da habe ich ein paar Probleme mit. So, kommen wir aber jetzt zu Fran, die ja eigentlich die weibliche Hauptfigur ist, auch wenn sie im dritten Teil des Buches kaum vorkommt. Da ist sie ja auch mit Schwangersein beschäftigt. Ja, das ist ja auch das große Problem, das ich mit ihr habe. Während alle Figuren eigentlich einen richtig schönen Handlungsbogen, oder die meisten Figuren einen schönen Handlungsbogen haben, wird sie wirklich nur auf diese Schwangerschaft reduziert.
Naja, das Problem werden wir dann auch bei den anderen Figuren noch feststellen, bei den weiblichen Figuren. Die sind halt alle nur Mittel zum Zweck. Und die haben auch alle, außer Eifersucht, miteinander nichts zu tun. Nadine ist eifersüchtig auf Abigail, Nadine ist teilweise eifersüchtig auf Lucy, Lucy ist eifersüchtig auf Nadine und Fran steht als Heiliger Geist und Heilige Maria über allen. Und ansonsten sind alle Weiber in der Story völlig egal. Außer den Spionen und den Frauen, die da aus dieser Haremshaft da rausgenommen wurden. Ja, sie ist einfach nur da, um als Love Interest für Stu da zu sein und auch für Harold und um hier halt für Spannung zu sorgen. So richtig Handlung. Na gut, es stimmt nicht ganz. Also ich würde schon sagen, man merkt, dass der Charakter reift im Laufe der Reise. Aber dann, um eine richtige Handlung zu haben, bricht das ja einfach alles ab. Da fehlt mir doch einiges. Was vielleicht wichtig ist, ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber ich will das erwähnen. Wir haben ja hier insgesamt einen sehr christlich geprägten, wenn auch alttestamentarischen, ja, eine Grundkonstellation. Es wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass Fran Jüdin ist. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist, ich wollte es nur mal erwähnt haben. Was mir bei Fran auch aufgefallen ist, ist ihre Beziehung zu ihrer Mutter. Da habe ich mich auch sehr an Susan und ihre Mutter in Salem's Lot erinnert gefühlt. Es war genauso eine eher schwierige Beziehung zwischen den beiden Frauen. Und ich glaube, wir können uns einig sein, dass das Frans Mutter zu den unsympathischsten des ganzen Buches gehört. Na, generell, ich habe ja schon erwähnt, die Mutterrollen kommen in diesem Buch überhaupt nicht gut weg. Laurie Underwoods Mutter ist eine schwierige Figur, die nicht wirklich in der Lage ist, ihre Zuneigung zu zeigen, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht. Die Mutter von Fran ist entsprechend schwierig, um es diplomatisch auszudrücken. Sie hat ja auch ihren ersten Sohn verloren und gibt Fran auch mehr oder weniger ein bisschen die Schuld dafür. Und wie gesagt, die dritte Mutterfigur ist in dem Sinne dann Abigail. Und auch die lässt, wie gesagt, letzten Endes ihre Kinder ja irgendwo im Stich. Also die Mutterfiguren kommen in diesem Buch generell ganz beschissen weg. Deswegen ist Fran so als werdende Mutterfigur vielleicht so die letzte Chance der Menschheit. Und deswegen ist sie auch nur mit Schwangersein beschäftigt, weil das ihr einziger Daseinszweck ist, so wie sich das gehört, in Anführungsstrichen. So gehört sich das mit den Frauen. Habe ich das gerade laut gesagt? Nein, nein. Gibt's denn noch Ergänzungen zu Fran? Mir fällt gerade nichts mehr ein. Dann würde ich sagen, reden wir jetzt über das nächste Paar. Das ist keine Adam-Eva-Konstellation, sondern die beiden Charaktere, die meiner Meinung nach am ehesten auf der Kippe stehen. Nämlich Laurie und Harold. Beide hatten die Chance, den entsprechend anderen Weg zu wählen. Und beide sind erst relativ spät in ihrer Entwicklung dazu gekommen, ihre Entscheidung entsprechend zu treffen. Da würde ich sagen, fangen wir an mit Laurie. Rosenblut? Ja, also ich hatte bei Larry eigentlich nie wirklich das Gefühl, dass er auf der Kippe steht, sondern er war ja schlecht geschrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also er war immer der Bad Boy, aber immer auch der Bad Boy, der es nie böse meinte. Und also ich fand ihn nicht sehr gut beschrieben. Also, dass er auf der Kippe stand, hatte ich nie wirklich das Gefühl, dass er irgendwie im nächsten Kapitel dann durchdreht oder sowas. Nee, nicht im Sinne von durchdrehen, aber ich hatte immer so den Eindruck, wenn man so in Las Vegas sich so umguckt, auch wie sie dann in Las Vegas zum Beispiel mit Tom umgegangen sind, die waren ja zu ihm jetzt auch nicht unfreundlich im eigentlichen Sinne oder haben ihn da halt verjagt oder wie auch immer, was man von den obligatorisch bösen Leuten erwarten müsste, würde, wie auch immer, sondern auch er war dort, bis er wieder gegangen ist, ein entsprechend vollwertiger Teil seiner der Gesellschaft dort. Und es gibt halt auch in Las Vegas, auch bei den klassisch bösen,
auch diese halbguten Menschen, die eben, wie gesagt, eigentlich zu beiden Seiten gehören. Und genau diesen Charakter trifft Larry meiner Meinung nach auch, eben mit seiner ganzen Selbstsucht, die er am Anfang zeigt, mit seinem ganzen Egoismus, seiner eingebildeten Art und so weiter und so fort. Der Larry vom Anfang der Geschichte, da stimme ich dir zu. Dieser, ja, dieses Rockstar-Gehabe, also ganz am Anfang mochte ich Larry nicht, aber umso weiter die Geschichte voranschreitet, umso weiter er sich selber auch von sich distanziert, er gibt ja später nicht mal mehr zu, dass dieses Lied Baby Can You Dig Your Man von ihm ist, da merke ich schon, welche Richtung er rutscht, aber ganz am Anfang dieser, ja, doch ein bisschen glamouröse Rockstar, der hätte auch nach Las Vegas rutschen können. Da frage ich mich allerdings, welche Aufgabe hätte er dort übernommen? Weil in Las Vegas übernehmen oder haben alle irgendwie eine bestimmte Rolle, aber was macht der Musiker da? Propaganda. Ja, aber brauchst du Propaganda, wenn du ein unterdrückendes System bist, wo alle wissen, wenn ich nicht spure, bin ich tot? Ja. Guck dir mal die letzten 60, 70 Jahre, naja, und so, ne? Weißt schon. Ohne Goebbels hätte das auch nicht funktioniert, will ich damit sagen. Wobei Goebbels wahrscheinlich ein ziemlich beschissener Rockstar geworden wäre. Als Vorlage für Larry hat Stephen King ja gesagt, er hatte Bruce Springsteen im Kopf. Gut, das weiß ich jetzt nicht unbedingt, ob ich das auch so erkennen kann. Er war am Anfang ja doch eine ziemlich eigensinnige Figur, die auch gerne mal andere Leute ausgenutzt hat. Vor allem auch Frauen, seine eigene Mutter ja auch. Und er distanziert sich ja nach der Apokalypse ja doch sehr von diesem Leben. Hier seine wichtigen Beziehungen, würde ich sagen, sind Nadine Cross, klar, und auch Lucy Swan. Das sind so nach der ganzen Katastrophe die zwei Frauen in seinem Leben. Und hier merkt man auch so einen Unterschied, dass er Nadine nicht einfach zurücklässt, nicht zurücklassen will. Er macht sich noch Sorgen um sie, nachdem er sie verlassen hat. Das hätte der Larry vom Anfang, glaube ich, nicht gemacht. Und auch ganz am Ende, als er Stu nicht in der Wüste zurücklassen will, da merke ich, glaube ich, am ehesten noch die Veränderung, die mit diesem Charakter vorangegangen ist im Laufe der Geschichte. Naja, weil Rita war ja damals noch... Ja, bei Rita war ja damals noch froh... Entschuldige, erst du. Bei Rita war ja damals noch froh, sie loszuwerden. Ja, genau. Und vor allem hätte sich eben der Larry aus dem ersten Teil der Geschichte ums Verrecken kein Kind wie Leo ans Bein gebunden. Das muss man auch bedenken. Hm, das stimmt. Gut, dann... Rosenblut? Ja, ich wollte noch was zu der Beziehung zu seiner Mutter sagen. Die fand ich im Gegensatz zu Larry selbst eigentlich ziemlich gut beschrieben. Und auch, ich glaube, zum Ende hin auch ein wenig vielleicht der letzte Stoß dann in die richtige Richtung vom Bad Guy zum Halbguten. Also diese emotionale Distanziertheit zu seiner Mutter und von seiner Mutter, die, als die Mutter dann tot war, er sich dann lösen konnte. Oder die Beziehung so hinter sich lassen konnte, die vorher dann immer wie so ein Klotz er mitgezogen hat. Genau, also wir haben halt wirklich bei Larry eine klassische Läuterungsfigur. Also wirklich diese Geschichte Hochmut vor dem Fall, dann die Auferstehung, also die Läuterung von der Drogensucht, die Läuterung von der Mutterfigur, aber später dann eben auch die Rolle, also das Verlassen der Rolle des weglaufenden Feiglings hin zum relativ festen Führer der Gruppe. Spätestens als dann Stu eben als Führer ausfällt. Genau, aber ich finde es auch gut, dass diese Wandlung nicht so ruckartig ist. Ich denke, dass der Tod der Mutter ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Ich denke aber auch, dass er versucht, sich mit Rita, die ja doch ein ganzes Stück älter ist als er, ja, sich selbst eine neue Mutterfigur zu schaffen. Und als er merkt, wie abhängig sie von ihm ist, dass er sich nicht auf sie verlassen kann, dass er dann wieder versucht, sie loszuwerden. Genau. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu seinem, meiner Meinung nach, ein bisschen Gegenpart, nämlich Howard Lauder. Denn er bewundert ihn ja am Anfang sehr, ist dann aber letzten Endes relativ schnell sehr ernüchtert
Und ja, reden wir über Harold. Wir hatten ja schon ein bisschen angesprochen, wie wir ihn am Anfang fanden. Ich gebe mal das Wort weiter. Ich finde Harold am Anfang wirklich ziemliches Gegenstück zu Larry. Larry ist ein ziemlich egoistischer, von sich eingenommener Einzelgänger. Und Harold ist ein Einzelgänger mit sehr geringem Selbstwertgefühl. Er ist übergewichtig, hat Akne. Die Mädchen lachen über ihn. Auch seine eigene Schwester hält nicht besonders viel von ihm und zieht ihn immer auf. Und ich denke, dass das eine der Figuren ist, die sich körperlich und auch geistig am meisten entwickeln von allen Figuren in diesem Buch. Er wird erheblich selbstsicherer und ja, am Ende fasst er halt eine Entscheidung, die sich dann als die falsche herausstellt. Aber er nimmt sein Schicksal selbst in die Hand und er zieht das Ganze auch durch. Genau, also wir haben halt bei ihm auch irgendwo eine Läuterung. Er wird eben von diesem klassischen Jammerlappen zu dem, der er dann am Ende ist. Natürlich trifft er die falsche Entscheidung, aber er trifft sie wenigstens. Und das unterscheidet ihn schon von einigen anderen Charakteren in dem Buch. Was bei ihm halt wirklich sehr wichtig ist, er ist halt echt sehr jung. Gerade im Vergleich zu den anderen ist er wirklich sehr jung. Und wir haben bei ihm wirklich diesen klassischen Fall der schiefgegangenen Reifeprüfung. Das heißt, er wird vor eine Situation gestellt, in der er sich in die eine oder andere Richtung entwickeln kann. Es wirkt für den unwissenden Menschen erstmal so, als würde er in die richtige Richtung kippen, aber er tut es halt nicht. Er kennt alle seine Fehler, er ist sich aller seiner Fehler bewusst, aber er ignoriert sie alle und er überwindet sie nur so weit, wie er sie überwinden muss, um sich noch tiefer in die Scheiße zu reiten. Und er ist halt völlig gefangen in seinem eigenen Vergangenheitsdenken, aber seine ursprüngliche Unsicherheit und Angst und so weiter, die wandelt sich dann halt letzten Endes zu völliger Selbstüberschätzung. Und auch zu Gier nach Anerkennung, ja, wie gesagt, ich stimme dir vollkommen zu, er ist einer der tieferen Charaktere in dem Buch, der auch am meisten Charakterentwicklung zulässt, aber ist halt schwierig. Die Sache mit der Selbstbestätigung, das kann sich Harold aber auch durch seine Arbeit zum Beispiel geben. Er wird ja von den anderen anerkannt und er wird ja tatsächlich auch als Führerfigur zum Beispiel beim Beerdigungskomitee angesehen. Ich denke, bis dahin hätte man noch davon ausgehen können, dass Harold wirklich auf die Seite der Guten kippt, aber dann tritt Nadine und mit ihr natürlich auch Fleck wirklich in sein Leben und sie verführt ihn und sie nutzt seine Unsicherheit aus und zieht ihn wirklich auf die dunkle Seite. Na, da würde ich dir widersprechen. Ich glaube, der Punkt, an dem er gekippt ist, ist wirklich an dem Punkt, wo er sein Tagebuch schreibt. Und das ist deutlich vor Nadine. Ja, aber es kommt schon kräftig ins Schwanken, als er dann wirklich die Anerkennung von den anderen Leuten bekommt bei dem Beerdigungskomitee. Sie geben ihm einen Spitznamen und er merkt auch hier, ich bin gar nicht mehr der dicke, picklige Junge, sondern ich habe furchtbar abgenommen, ich bin wesentlich selbstsicher geworden und die Leute mögen mich. Ich sehe das so wie Jonas. Wenn er mit einer anderen Frau zum Beispiel jetzt zusammengekommen wäre, hätte das ganz anders ausgehen können. Aber Nadine hat erkannt, dass hier jemand ist, den sie beeinflussen kann. Und ja, die Saat ist gut aufgegangen. Das heißt, Larry ist schuld, weil er nicht mit Nadine geschlafen hat und sie deswegen zu Harold ist. Ich glaube, das ist sogar ein gar nicht unwichtiger Punkt. Denn wir haben, wie du schon sagst, Larry hätte natürlich viele Dinge irgendwo, ich will nicht sagen, vermeiden können, wenn wir dieser Argumentation folgen. Aber da beschließt er einmal in seinem Leben ein guter Kerl zu sein und dann ist es genau die Entscheidung, die in die Katastrophe führt. Ich denke, das ist eine relativ relevante Überlegung dahinter. Aber nette Kerle mag doch sowieso keiner. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass ich ihn leiden kann. Da geht man ja eigentlich mehr auf den Sack als Harold. Was ich noch interessant finde, ist, dass King mal in einem Interview gesagt hat, Harold wäre die Figur, die ihm am ähnlichsten ist, nur dass er besser gelaunt wäre. Wir haben ja auch gesagt, dass Harold tatsächlich eine Figur ist, in die man sich gut reinversetzen kann. Das auf jeden Fall, und ich kann mir gut vorstellen, dass King auch wirklich so ein bisschen
eine Mischung. Also Laurie und Harold sind, glaube ich, wirklich so ein bisschen eigentlich als eine Person angelegt. Denn einerseits Kings Drogensucht, Kings Alkoholsucht und so weiter und so fort, die bei Laurie sind, dass dieses Popstar-Leben in Anführungsstrichen, gut, war zu der Zeit wahrscheinlich noch nicht ganz so extrem, aber war ja auch schon da. Aber andererseits eben diese, ja, diese Problematik mit der Familie, mit dem weggelaufenen Vater, mit dem ungeliebt fühlen, mit dem unsicher sein. Also ich glaube, dass die beiden Charaktere vereinen King so ein bisschen. So, machen wir weiter mit dem nächsten Figurenpaar. Oder ist noch was zu diesen Figuren zu sagen? Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Fleck und Abigail. Fleck, ich mag Fleck. Reden wir über Fleck, bitte. Okay, lass uns über Fleck reden. Ja, um Dela zu ärgern, nenne ich Fleck mal die absolute Nicht-Persönlichkeit. Ich glaube, also ich muss dazu sagen, ich habe von Fleck die anderen Bücher nicht gelesen, wo er drin vorkommt. Ich kenne ihn jetzt nur aus dieser Geschichte, aber ich glaube nicht, dass Fleck irgendeine Persönlichkeit hat. Er ist aber auch kein Prinzip jetzt, er ist nicht das Böse, sondern wer maximal vom Bösen beeinflusst. Aber ich finde nichts dazu. Ja, er hat eine Aufgabe, die er erfüllen soll. Und ihm ist auch egal, warum, nur, dass er es machen muss. Ich stimme dir übrigens zu, er ist eben wirklich gesichtslos und er ist charakterlos eigentlich. Aber genau das ist ja das Gute und das Schöne daran. Denn genauso wie eben in der biblischen Geschichte die Schlange und der Verderber und so weiter ja auch nur das Werkzeug des Bösen ist und nicht das Böse selber, so ist eben Fleck quasi das Böseste, womit wir in Kontakt kommen können, genauso wie eben im Paradies die Schlange. Er ist so der ultimative Handlanger des scharlachroten Königs, also der direkt unter dem Oberbösewicht steht. Und wir begegnen Fleck ja in den verschiedensten Formen, mit den verschiedensten Namen. Auch in dem Buch hat er ja zig verschiedene Namen, kann ich gleich mal ein paar aufzählen. Das erinnert mich auch an, wenn wir schon Bibelvergleiche immer heranziehen, an Legion, den einen, der viele ist. Genau, und das Relevante ist halt, er ist ja auch irgendwo der Garant des Gleichgewichts. Also genauso wie eben da der Teufel im eigentlichen Sinne ja auch nicht nur... Ja, er ist zwar nur negativ, aber er dient halt damit auch dazu, dass die Guten gut sind, im Endeffekt. Und genau diese Funktion füllt er ja auch aus. Und das Nächste, was hier auch ganz wichtig ist, er hat ja diese Möglichkeiten der Kommunikation mit den Viechern, mit Raben und mit Wölfen und Krams und Wieseln und kann Gestalten wandeln und so weiter und so fort. Und das finde ich sehr lustig im Hinblick auf die Religiosität, denn er hat ja durchaus ein paar Attribute von Odin und allgemein von heidnischen Göttern. Und das zeigt sich ja dann auch im Epilog nochmal, dass er dann wirklich von dieser Urgesellschaft wieder als Gott oder als wie auch immer wichtiger Mensch sofort anerkannt und verehrt wird. Wir haben also hier wirklich einen schönen religiösen Rückgriff auf die Dämonisierung von fremden Göttern und deren Attributen. Ich finde es aber auch gerade da am Ende interessant, wie locker einfach er mit einem neuen Plan weitermacht. Der Alte ist schiefgegangen, was soll's? Ich habe Chaos gesät, das reicht für mich. Er hat ja nicht irgendwie so den bösen Masterplan, jetzt lösche ich Boulder aus und dann gehört mir die Welt. Das ist ihm ja vollkommen egal. Hat er überhaupt irgendein Ziel in diesem Buch? Nö, ich glaube, der ist einfach nur da und freut sich, dass er Brezel machen kann. Der ist, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum er so fröhlich ist. Wir haben ja dieses Motiv, der göttliche Ernst, der eben auf Seiten Abigails ist und diese große Mission, aber andererseits teuflisches Spiel und fröhlicher Wahnsinn. Also Fleck ist einfach nur froh, dass er da ist und jetzt einen großen Spielplatz hat, auf dem er Brezel machen kann. Ja, er ist so der Heath Ledger Joker. Genau. Ja, das stimmt. Fleck verfügt hier über verschiedenste übersinnliche Kräfte. Du hast ja schon die Kontrolle über die Tiere und sowas genannt. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Kräfte nicht immer wirklich konstant sind. Er kann ja auch schweben und sowas, aber er verliert im Laufe der Geschichte mehr und mehr die Kontrolle
über seine Kräfte und aber auch über die Menschen und Situationen. Er kann Tom nicht erkennen. Er versaut sich das mit seinem Nachfahren selbst, als er Nadine vom Dach schmeißt und dann merkt, verdammt, das hat die ja von Anfang an so geplant. Ich finde, dieses Schwanken gerade am Ende macht ihn ein bisschen weniger bedrohlich. Naja, aber das hat durchaus seinen Sinn, weil erstens, was bringt es weder der einen noch der anderen Seite, wenn Fleck Nachwuchs hat? Das ist schön, weil wir brauchen da einen Kontrast eben zu unserem Jesuskindlein. Das ist durchaus richtig. Aber es hätte ja keinen Sinn, wenn das Werkzeug Kinder hat. Das bringt uns ja nichts. Er ist halt selber nur das Werkzeug des Bösen. Er ist nicht das Böse selbst. Und deswegen gerade diese Geschichte mit dem Nachwuchs ist halt relativ sinnlos von der Sache her. Deswegen ist das auch eigentlich nicht weiter schlimm, wenn dem Nachwuchs was passiert. Das wäre halt ein netter Bonus gewesen. Ansonsten ist halt der Punkt, dass seine Macht schwankt. Ja gut, er wäre doch eigentlich völlig übermächtig, wenn seine Macht nicht schwanken würde. Dann wäre er ja eigentlich völlig übermächtig. Und dann wäre eben wieder diese Gleichgewicht-Geschichte völlig gestört. Deswegen muss seine Macht halt schlicht und ergreifend schwanken. Wir begegnen Fleck ja in diesem Buch unter ganz vielen verschiedenen Namen. Der Mann ohne Gesicht, das ist, wie ich am Anfang ja erwähnt habe, das hat King aus einem Bericht über die Patty Hearst-Entführung, so wurde einer der Entführer bezeichnet, aber auch der dunkle Mann, der wandelnde Gag, so wird er auch später in Glas genannt, ein Mann unbestimmten Alters, der schwarze Mann, im Original übrigens The Boogeyman, das heißt, hier haben wir einen Querverweis zu der Kurzgeschichte oder vielleicht auch doch nicht, gibt diverse Namen und ganz oft sind es halt diese Initialen RF. Er taucht auf als Richard Fry, als Robert Frank, Ramsey Forrest und in späteren Büchern treffen wir ihn dann als Richard Fannin, als Raymond Fiegler, als Rudy Filaro und so weiter. Was denkt ihr, was diese Initialen zu tun haben? Ich habe nämlich keine Ahnung. Ja, ich tippe drauf, dass es einfach, King irgendwann die Idee kam, hey, lass uns aus dem RF einen Running Gag machen. Ich glaube, der Ursprung war einfach einen Namen, den gegeben hat, und dann hat sich das weiterentwickelt aus einer spontanen Idee. Glenn Bateman beschreibt ihn in einem späteren Kapitel dann mit vielen Namen, unter anderem Beelzebub, was ja der Teufel ist, Nyarlathotep, was eine Figur ist aus dem Cthulhu-Mythos von H.P. Lovecraft, Ahas, eine biblische Königsfigur, Astaroth, was ein Dämon im jüdisch-christlichen Glauben ist, Rayleigh, wieder einen Lovecraft-Verweis. Seti, das ist der Name von verschiedenen Pharaonen gewesen. Anubis ist auch ein Gott aus der ägyptischen Mythologie. Und auch schon den erwähnten Legion. Ich finde, diese Namen zeigen schön, dass sich Fleck jetzt nicht unbedingt nur der christlichen Mythologie zuordnen lässt, sondern dass er wirklich zu allen Mythologien gehört. Ja, also wie gesagt, dieses mit den gehört halt zu allen Mythologien, denke ich, genau dieser Punkt. Wir haben halt ein Prinzip von Gut und Böse überall und selbst in nicht Religion, sondern in der gesamten menschlichen Wahrnehmung. Und ich denke, deswegen ist eben Fleck auch so angelegt, dass er einerseits relativ gesichtslos und charakterlos ist, wobei ich ihn nicht als charakterlos, sondern nur als gesichtslos bezeichnen würde, und eben mehr für ein Prinzip steht als für alles andere. Und deswegen ist es auch egal, mit welchem Namen und in welcher Form er auftaucht. Was denkt ihr? Hat Fleck was mit diesem Unfall in der Forschungseinrichtung zu tun? Oder nutzt er einfach nur die Gelegenheit, die sich ihm bietet und nutzt das Chaos für seine Zwecke? Ich glaube, er nutzt das Chaos für seine Zwecke. Ich finde nirgendwo einen Hinweis, wie er damit zu tun haben könnte. Nö, also ich gehe auch davon aus, die Menschheit schafft das schon ganz alleine, sich auszurotten. Und was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass er wirklich da von mehr oder weniger zuerst erfahren hat, als vor allem anderen, weil er ja auch seine Form der Hellsicht hat und dass er sich dann einfach diesen Spaß erlaubt hat, mit dem Zettel an das Büro hängen. Bei dem Zettel bin ich mir nicht sicher, ob er das ist oder ob es einfach nur wirklich ein Zufall sein soll. Also beabsichtigt Randall, aber da fehlt mir das F. Weil Randall kann halt auch ein Nachname sein. Ja, klar. Aber also ich könnte mir bei seinem Humor durchaus vorstellen, dass er das witzig fand und dass er das nur deshalb gemacht hat. Aber ich glaube wirklich nicht dran, dass er damit irgendwas zu tun hatte.
Ja, denke ich auch. Wollen wir kurz noch die Querverweise machen, schon bei Fleck? Dann haben wir nachher schon mal einen ganzen Batzen raus. Mach mal. Fleck taucht in die Augen des Drachen auf als wichtige Figur, hier als Zauberer. Im dunklen Turmzyklus werden wir Fleck unter diversen Namen begegnen. In Hearts in Atlantis, also Atlantis, taucht er auf. In verschiedenen Kurzgeschichten taucht er auf, der Jaunt zum Beispiel. In Wind taucht er auf. Ich glaube, das waren jetzt die wichtigsten Punkte. Im Sinne von der hinter dem Rhein wandelt, das haben wir ja mit dem Nice bei Abigail dann, taucht er auch gewissermaßen, wenn man das so will, in Kinder des Zorns auf. Ja, es gibt wahrscheinlich noch andere Geschichten, wo man den Rhein interpretieren kann. Das werden wir dann, wenn wir soweit sind, bei jeder Geschichte selbst gucken, ob wir das so akzeptieren wollen oder nicht. Aber er ist auf jeden Fall eine treibende Kraft des Chaos und des Bösen in Kings großem Universum. Er wird übrigens in den anderen Büchern noch viel, viel witziger. Also so im Sinne von, ich vögel jetzt mal die Frau eines anderen, nur um ihn zu ärgern. Ja, wer nicht ganz so witzig ist, ist Abigail Fremantle. Denn für mich ist die gute Mutter Abigail eigentlich so eine Figur, die wir bei King schon mehrfach hatten. Für mich ist es einfach eine religiöse Fanatikerin. Wobei, da stimme ich dir vollkommen zu. Aber was ich King hoch anrechne, ist, dass er das nicht einfach so akzeptiert. Denn es wird dann gerade in den Betrachtungen von Glenn durchaus auch wirklich darauf angesprochen, dass man vielleicht darüber nachdenken sollte, ob man diesen Menschen quasi die Zukunft der Zivilisation anvertrauen sollte. Das rechne ich King sehr hoch an, dass er das angesprochen hat. Ja, er spricht das ja auch mit Nick an. Nick ist ja bekennender Atheist und ist auch nicht so ganz mit allen Sachen einverstanden, die Mutter Abigail so von sich gibt. Mutter Abigail ist ganz klar der Avatar des Guten auf dieser Geschichte. Das direkte Gegenstück zu Fleck. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und was ich interessant finde, ist, Fleck versammelt in Las Vegas, ich sage jetzt mal, die Technologie. Es versammelt Ingenieure und Wissenschaftler und Mutter Abigail lebt vollkommen analog auf ihrer Farm. Genau, also wir haben halt hier wirklich diese Technisierung von Las Vegas und so weiter und so fort, die dann schon fleißig dabei sind, ihren Fuhrpark aufzubauen und Atombomben ranzukarren und auch gleich den Strom am Laufen haben und so weiter und so fort. Und im Gegensatz dazu eben diese simple Technikfeindlichkeit von Abigail und ihren Konsorten da. Das ist, denke ich, ein durchaus wichtiger Punkt, dass für zivilisatorischen Fortschritt, so nenne ich es mal, und technischen Fortschritt, ein gewisses Maß an Macht, Willen und Boshaftigkeit vielleicht notwendig ist. Vielleicht ist es auch nur wirklich Ordnungsliebe. Ja, die Diskussion hatten wir auch schon mal. Andererseits wäre dann, glaube ich, das, naja, Ordnungsliebe. Siehst du jetzt Abigail als eher ordentliche Gemeinschaft oder siehst du eher Fleck als ordentliche Gemeinschaft? Ich sehe bei Fleck mehr Ordnung, aber auch erheblich weniger Freiheit, was ja doch miteinander einhergeht. Wobei, man muss auch unterscheiden, Fleck regiert seine Truppe ja mit harter Hand und Mutter Abigail ist ja eigentlich gar keine Anführerin, sondern sie dient ja eigentlich nur so als Berater und Wegweiser für die anderen Figuren. Und vor allem haben wir bei Abigail viel mehr bürokratischen Scheiß. Ja, das im zweiten Teil gibt es so viel Politikgelaber, also das wird manchmal doch ein bisschen viel. Rosenblut? Also ich sehe bei Abigail eigentlich weniger Technikfeindlichkeit als eher Technikfaulheit. Ich glaube, sie hat sich an etwas gewöhnt und dann macht man es halt bis zum Rest des Lebens genau so. Das heißt aber nicht, dass sie andere davon abhalten will, es anders zu tun. Naja, aber es wird, glaube ich, an einer Stelle oft gesagt, dass sie eben die Sachen abgelehnt hat, weil sie, wenn wieder mal die Zivilisation zusammenbricht, weil sie in ihren 108 Jahren wohl ein paar Mal erlebt hat, dass sie dann unabhängig ist. Also es ist bei ihr schon, denke ich, mehr aktives Nachdenken und aktive Feindlichkeit, wenn auch nicht, dass sie es anderen verbieten will, als nur blanke Faulheit. Das glaube ich schon. Ja, vielleicht ist sie auch einfach nur sehr konservativ und wehrt sich gegen diese Änderungen. Was wir vielleicht bei Abigail auch noch ansprechen sollten, wie gesagt, sie ist in der ganzen Geschichte und in dem ganzen fast 2000 Seiten oder mehr Buch die einzige Schwarze. Und wirklich die einzige. Dieses ganz typische Magical Black Person Trope, das hier aufkommt. Genau, und das finde ich ehrlich gesagt relativ schwierig.
das ist zwar für die Zeit, in der das Buch entstanden ist, jetzt durchaus okay, aber ich finde es halt echt schwierig, weil es ist wirklich, es wird ja auch dieser ganze Rassismus, der ihr im Laufe ihres Lebens entgegengebracht wurde, in ihrer Jugend und so weiter, der wird ja auch völlig unkommentiert zu stehen gelassen. Ja, das stimmt. Ich möchte nur kurz anmerken, aus irgendeinem Grund habe ich mir Nick die ganze Zeit als Schwarzen vorgestellt. Ich habe keine Ahnung, warum. Das ist interessant, denn mir war da im Kopf so blond, aber ich habe auch damals die Fernseh-, also diese Vierteiler da gesehen, und da war er, glaube ich, auch blond. Also da bin ich, glaube ich, umgedreht. Er war dunkelhaarig, war gespielt von Rob Lowe, glaube ich. Aber ich glaube auch deshalb hatte ich mir auch da einen Weißen vorgestellt. Ja, ich habe, wie gesagt, nichts vorher gesehen oder gehört von dem Buch. Deswegen war ich da unvoreingenommen und irgendwie vor meinem Auge, als ich es gehört habe, war er ein schwarzer Junge. Und was halt bei Abigail noch mit dazu kommt, ist halt ihr Bildungsgrad und diese damit verbundene Gottgläubigkeit und Einfachheit des Lebensstils, die ist, denke ich, und das muss man hier auch wirklich kritisch sehen, durchaus assoziiert mit ihrer Hautfarbe. Und das ist, glaube ich, auch wieder schwierig. Denn wäre sie jetzt eine hochgebildete Person in irgendeiner Form, ebenso wie es ein Fleck ist, in irgendeiner Weise, der eben begreift, warum er jetzt da große Waffen braucht und derartiges Zeug und in der Lage ist, die Dinge zu organisieren. Im Vergleich dazu steht sie halt als schwarze Frau da, die eben ja lieber sich in die Sicherheit von der Gemeinde begibt und einfach nur sich ein Vetorecht ausbetet und ansonsten eigentlich die Leute lieber machen lässt und damit eigentlich gar nichts zu tun haben will. Das ist aber auch vielleicht einfach nur ihr demokratischer Führungsstil, so im Vergleich zu dem Diktator Fleck. Und ansonsten ist sie natürlich auch wieder assoziiert, wo Fleck halt der Extremist ist und für Zerstörung und Böses steht, steht sie halt für Milde und für die Fruchtbarkeit der Natur, was sich bei ihr halt in dem Mais und den Eiern und dem ganzen Blödsinn und dass die Kinder sich bei ihr wohlfühlen und so weiter, dass sie damit halt auch noch assoziiert ist. Neben der klassischen Methusalem-Figur. Was ich bei ihr noch ganz interessant finde, ist, dass sie ja gar nicht anführen will. Sie sieht ihre Aufgabe darin, die Leute zu versammeln, aber dann will sie auch nichts mehr weiter an Verantwortung haben. Ja, genau, das ist der Punkt, den ich eben meine. Ich glaube, es wäre eine politisch interessantere Geschichte gewesen, wäre Fleck die schwarze Frau gewesen. Versteht ihr, was ich meine? Also, dass wir genau diese Unklarheiten, dass die technokratische, diktatorische Gesellschaft eben in dem Punkt mal die dunkelhäutig zugeordnet ist. Ja, aber ich denke, das ist Mitte der 70er erschienen. Ja, man kann nicht zu viel erwarten, aber ja. Ich wollte es nur angemerkt haben. Also das ist in dem Punkt auch ganz lustig. Was übrigens auch an dem Punkt, wenn wir gerade bei dem Rassismus sind, nur kurz nebenbei erwähnt, fantastisch in der Hinsicht war auch die Szene, dass die bei der Stürmung der Fernsehsender, als dann die schwarzen Soldaten anfangen, Massenhinrichtungen in den Fernsehen zu veranstalten. Das sind nur die Schwarzen. Das ist übrigens auch sehr interessant. Ja, das stimmt. Das ist mir da auch aufgefallen, aber irgendwie habe ich es auch wieder vergessen gehabt. Na gut, gibt es noch irgendwelche Ergänzungen zu Abigail erstmal? Nicht zum Charakter direkt. Das, was ich noch habe, kommt nachher alles mal an die Reihe. Dann würde ich sagen, reden wir jetzt über Nadine und Mülleimermann. Warum habe ich die als Gegensatzpaar meiner Meinung nach angeordnet? Weil er eben, wie soll ich sagen, auch er hat irgendwo seine Bestimmung und er erfüllt die völlig konfliktlos und erfüllt die völlig mit Freude und er verbrennt an seiner Aufgabe, wortwörtlich, während Nadine an ihrer Aufgabe mehr oder weniger oft wird. Sie selbst wehrt sich gegen ihre Bestimmung und ist dann dementsprechend, sie lässt sich ja dann aus dem Fenster stürzen und so weiter und so fort, gibt sich aber vorher eben ihrer Verdammung hin. Und der Mülleimermann, wie gesagt, der weiß, dass er verdammt ist, der fühlt sich damit glücklich, der findet seine Erfüllung in seiner Aufgabe und ja, deswegen würde ich sagen, der kontrastiert Nadine sehr. Ja, Nadine weiß, dass sie eine Verbündete von Fleck ist und wehrt sich dagegen, wohingegen der Mülleimermann ganz fröhlich zu einem der wichtigsten Soldaten Fleck wird, sich ihm unterordnet und ihm mit Freuden dient.
Natürlich ist der Mülleimermann auch ein komplett Wahnsinniger, ein Pyromane. Und er fällt geistig so auseinander, dass er dann letztendlich ja sogar zum Untergang von Fleck führt. Finde ich ein wenig merkwürdig, warum Fleck gerade diesen Charakter aussucht, um so eine wichtige Rolle für ihn zu übernehmen. Ich meine, gut, er hat besondere Fähigkeiten, so was Waffen betrifft, aber da wird es bestimmt andere Überlebende geben, die es auch könnten. Ich würde glauben, dass wir hier das gleiche Problem haben, denn der Mülleimermann kontrastiert ja nicht nur Nadine, sondern auch Tom in gewisser Weise. Und ich glaube, es geht hier darum, wir brauchen ein Zufallselement. So wie Tom für Fleck nicht einsehbar ist und nicht berechenbar, ist genauso für alle der Mülleimermann nicht einsehbar und berechenbar. Er ist also in dem Fall der Joker im Spiel, genauso wie es Tom ist. Und beide haben halt in irgendeiner Form, ich nenne es mal eine Behinderung, oder zumindest eben irgendeine Form der Beeinträchtigung der mentalen Gesundheit oder wie auch immer. Und sind deshalb eben über diesen ganzen Spiel von Gut und Böse. In dem Sinne würde mich mal interessieren, warum ist Mülleimermann unbedingt prädestiniert dafür, in Las Vegas zu landen? Im Endeffekt ist er doch nicht böser als Tom, er hat einfach nur eine andere gesundheitliche Störung. Ja, aber seine Störung führt zu Zerstörung. Vielleicht hat das damit zu tun. Tom ist ja relativ friedlich und der Mülleimermann zündet gerne Kraftwerke an. Ja, ich denke auch, nehmen wir an, Tom hat die Wahl gehabt, nach Las Vegas zu gehen oder nach Boulder. In Las Vegas sieht er keinerlei Aufgabe für sich oder dass er irgendwas tun kann. In Las Vegas natürlich schon. Und Fleck heißt eigentlich erstmal alle willkommen. Und ja, deswegen nutzt er auch die Fähigkeiten von Mülli. Das finde ich übrigens in der Hinsicht wirklich interessant, weil eigentlich, wie gesagt, hätte man ja von den Bösen erwartet, sowohl, dass sie Tom, als sie noch nicht wissen, wer er ist, auch eigentlich wie Dreck behandeln, weil das machen ja böse Menschen so. Und andererseits müssen sie halt auch den Mülleimermann entsprechend wie Dreck behandeln. Aber eigentlich tun sie das ja auch nur unabsichtlich und eigentlich auch nur nicht im Ernst. Es kommt halt nur blöd an. Ja, ich denke, bei dieser, ich sag mal, Schar, die Fleck um sich geschart hat, die sind ja nicht alle per se böse. Viele haben sicherlich eine kriminelle Vergangenheit, aber letztendlich wollen sie alle irgendwie gut leben und ja, sicher unter Repression, das schon, aber ja, das tut ihnen auch gut, weil es gibt ihnen Ordnung und keiner kommt mehr auf Idee, Dummheiten anzustellen erstmal. Genau, also wie gesagt, ich finde halt so schwarz-weiß, dass alles gezeichnet ist und so gut die Guten sind, so wenig direkt böse sind die anderen, finde ich. Ich finde das aber auch gut, dass es eben nicht dieses Schwarz und Weiß nur gibt, sondern dass die Charaktere wirklich Facetten haben. Und auch wenn beim Mülleimermann die Facetten mehr ins Dunkelgrau und Schwarze gehen, komplett böse ist er auf keinen Fall. Genau, also das finde ich wirklich, ich finde ihn auch einen sehr sympathischen Charakter übrigens. Also er ist zwar nicht sonderlich gut ausgearbeitet von der Gesamtsache her, aber er ist wirklich in seiner Fröhlichkeit und in seinem Glück, dass er eigentlich empfindet, dass ihn da endlich mal jemand anerkennt und lieb hat und nicht wegjagt und nicht schimpft und nicht haut. In seiner Fröhlichkeit ist der Mensch höchst sympathisch. Ich finde den toll. Ja, er ist halt froh, wenn er sein Zeug machen kann, freut sich, wenn ihn niemand beschimpft und ja, merkt, dass er auch teilweise Anerkennung bekommt für das, was er tut. Ja, wird er halt doch wieder verspottet von ein paar Leuten, wahrscheinlich, weil sie irgendwie Angst vor ihm bekommen. Weil er eben ja aus allem möglichen Zeug Explosionsdinger machen kann, Bomben, so heißen die. Wobei ich das wirklich in dem Falle gar nicht als Spott in dem Sinne gesehen habe, sondern sie waren ja da wirklich beim Essen, so wie ich das mich richtig erinnere. Und das war halt so das Obligatorische unter Kerlen in die Seite knuffen und so weiter. Und da er aber eben natürlich in seinem Leben nie die Gelegenheit hatte, dieses soziale Beisammensein und so weiter zu lernen oder wie auch immer, weil er eben immer der ausgestoßene Paria war, kam ihm das natürlich gleich wieder genauso schlimm vor wie die Verspottungen, die er bis dahin in seinem Leben erlebt hat. Also ich würde das wirklich gar nicht so sehen, dass sie ihn da wirklich aus Angst oder irgendwie da rausegeln wollten. Ich meinte die Szene, wo er irgendwas zur Explosion gebracht hat, und dann meinten irgendwelche Leute,
Kerle, die mit Feuer spielen, sind Bettnässer. Und das sagen sie auch nicht direkt zu ihm, sondern zu sich einander und er bekommt es nur mit. Und ich glaube, das war schon gemein gemeint. Okay, gut, ich hatte jetzt eine andere Szene im Kopf, weil es gibt noch irgendeine Szene, wo sie ihn so aufziehen beim Essen. Ja, das stimmt, die fand ich auch harmlos. Rosenblut? Ja, ich glaube, es wurde alles schon gesagt, was ich zu Mulli zu sagen hätte. Dann mach doch gleich mal weiter mit deiner Meinung zu Nadine. Ja, Nadine, sagen wir, sie spielt jetzt zur Mitte hin sowas wie, ja, die jungfräuliche Hure. Was ja schon aus, feministischer Sicht eigentlich diese Unmöglichkeit ist, die an Frauen in dieser Gesellschaft gestellt werden. Fand ich sehr schön ausgearbeitet eigentlich. Zu ihr selbst, ich habe sie nicht ganz verstanden, warum sie nicht einfach mit irgendwem schlafen kann, um dem Ganzen zu entgehen, was sie dann erwartet. Aber naja, muss sie halt mit leben oder sterben. Ja, das, warum gerade Nadine diese Auserwählte für Fleck ist, das habe ich auch nicht verstanden. Dazu bleibt mir eigentlich der Hintergrund der Figur auch noch zu schwach. So diese Geisterbeschwörung da, wo mal erzählt wird, das ist für mich keine Erklärung. Das hätte jeden treffen können. Für mich ist das Ganze, diese Teufelsbrut, ist so ein ganz klassisches 70er-Jahre-Thema für mich. Wir hatten da Rosemary's Baby, wir hatten das Omen, der Exorzist. Und King hat gedacht, doch, bringe ich das vielleicht auch in diese Geschichte unter. Aber es hat ja keine Auswirkung. Nadine wird dann von Fleck schwanger und lässt sich von ihm umbringen. Das war's. Also finde ich relativ überflüssig, diese ganze Handlungsebene. Nee, da würde ich dir widersprechen. Weil meiner Meinung nach ist Nadine die Einzige in der ganzen Geschichte, die sich erst selber hilft. Sie wartet ja lange, lange Zeit, dass sie jemand rettet. Sie hofft erst auf Abigail, dass sie sie rettet. Dann stellt sie fest, nee, das ist auch nicht so das Richtige. Dann hofft sie, dass Larry sie rettet, er lässt sie stehen. Und dann ist ihre einzige Möglichkeit, okay, ich nehme mein Schicksal an. Sie lässt sich also schwängern, beziehungsweise sie ergibt sich halt ihrem Schicksal, auch wenn es eine Vergewaltigung ist, wie auch immer, es ist jetzt alles ein bisschen schwierig auszudrücken. Aber sie nimmt ihr Schicksal selbst in die Hand, indem sie Fleck so lange provoziert, bis er sie umbringt und bis er sein eigenes Schicksal und ihres damit bricht. Und deswegen ist sie in der ganzen Geschichte die Einzige, die wirklich ihr eigenes Schicksal in die Hand nimmt. Und nicht nur das von anderen oder wie auch immer aus einem groben, diffusen Verantwortungsgefühl irgendwelchen Leuten gegenüber. Ich will damit auch nicht sagen, dass ich den Charakter überflüssig finde, aber sie hätte ihr Schicksal schon viel früher in die Hand nehmen können, indem sie mit Harold geschlafen hätte, zum Beispiel, wenn schon nicht mit Larry, dann mit Harold, und dann wäre das Ganze schon mal erledigt gewesen. Das glaube ich nicht, weil ich meine, irgendwo wird erwähnt, dass Randall es eigentlich vollkommen egal wäre, wenn die beiden richtig miteinander schlafen und dass er das eigentlich nur macht, seines Vergnügens willen. Ja, es geht halt darum, Zeichen zu setzen. Um was anderes geht es dabei nicht. Ja, weniger noch das Zeichen, als ihnen Grenzen zu setzen. Halt, ich hab's angelegt, es ist meins. Will sie nicht mal unbedingt haben, aber es ist gut, wenn sie da ist. Aber Nadine hätte damit auch ein Zeichen setzen können, eben ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen. Und nicht zu sagen, ich mache das hier nur, weil es alles vorbestimmt ist, sondern ich will jetzt das machen, worauf ich Lust habe. Ja gut, ob ich jetzt sonderlich viel Lust gehabt hätte, mit Harold zu schlafen, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Also da lieber nehme ich Offleg, aber gut. Naja gut, würde ich sagen, haben wir Nadine soweit auch abgedeckt, oder? Ja, ziemlich. Ich wollte noch erwähnen, sie war ja was Grundschullehrerin oder glaube ich vor der Apokalypse. Und sie nimmt ja auch dann im Lauf der Reise für Joe/Leo eine Mutterrolle ein. Ja, Fragezeichen. Fragezeichen. Naja, diesen ganzen Handlungsbogen, wie gesagt, mit Leo habe ich nicht verstanden. Entweder wir ziehen den gleich vor und du präsentierst uns deine Theorie, dann können wir drüber reden. Aber wir können es auch später machen. Wie ist dir lieber aus? Dann würde ich sagen, nehmen wir Leo direkt als nächstes. Leo ist so eine klassische Wolfsjungen-Geschichte. Dieser verwahrloste Junge, der so langsam in ein normales Leben zurückfindet. Und was an Leo interessant ist, er hat ja übersinnliche Fähigkeiten. Also bei Leo ist es ganz klar, Mutter Abigail bezeichnet das Ganze auch als Shining irgendwann mal. Und es gibt nämlich die Theorie, dass alle Leute, die überlebt haben, weil die Überlebenden ja entweder oder von
Fleck oder von Abigail geträumt haben, dass alle diese Überlebenden tatsächlich auch das Shining haben. Dass jeder der Charaktere irgendwie so übersinnlich ein bisschen begabt ist. Was würdet ihr davon halten? Naja, wie gesagt, wir haben ja eigentlich in jeder dieser Geschichten so eine Kinderfigur, die in irgendeiner Form eine Begabung haben muss. Das ist übrigens auch so in der Mythologie eine sehr bekannte Sache, dass vor allem eben die jüngsten Kinder oder eben die Behinderten in irgendeiner Form diese Fähigkeiten haben. Aber wie viel Sinn das eigentlich hat, ich weiß es ehrlich nicht. Wir haben ja später auch noch andere leicht übersinnliche Ereignisse. Wenn zum Beispiel Nicks Geist bei Tom erscheint, das könnte man natürlich wirklich als Geistererscheinung sehen oder eben auch als Einfluss des Shining. Das ist dann wieder dieser imaginäre Freund, den ja auch Danny Torrance hatte. Vor allem die Tatsache, dass Nick in dem Traum oder in dieser Erscheinung wirklich mit ihm kommunizieren kann, ohne Zettel und den ganzen Kram. Von daher zeigt das durchaus, dass das eben nicht nur ein Traum ist oder eine Erinnerung in Trauer, sondern halt wirklich so ein Shining-Ding eben. Genau, das meine ich nämlich auch. Also ich bin mir dieser Theorie nicht so ganz sicher, aber es könnte schon was dran sein. Ja, mit der Figur Leo wird ja im Laufe der Geschichte jetzt nicht wirklich viel gemacht. Er dient hauptsächlich dafür, um Figuren wie Larry und Nadine oder auch später Lucy weiterzuentwickeln. Was mir aufgefallen ist, ihr kennt ja die Peanuts. Leo trägt das Messer immer bei sich, wie Linus seine Schmusedecke bei sich trägt. Wer macht das nicht? Ich mach das auch. Schon. Ich hab kein Messer. Narre. Nein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab diesen kompletten Spannungsbogen mit Leo überhaupt nicht verstanden. Also weder diese Verwilderungsgeschichte, noch warum er sich dann wieder anfreundet. Ich glaube, die einzige Funktion, die er hat, ist eben das Ankündigen, damit sie dieses Buch finden. Und die zweite Funktion, die er hat, ist eben die Charakterentwicklung von Larry weiter voranzutreiben, der ja für ihn dann irgendwie zur Vaterfigur wird in gewissen Teilen. Aber ansonsten verstehe ich diesen Spannungsbogen nicht. Das ist das große Problem mit dem, gerade in dem dritten Teil dieses Buchs. Es gibt einige Figuren, die noch Handlungsbögen hätten, die noch viel hergegeben hätten. Und die aber für den letzten Teil des Buchs einfach komplett abgeschnitten werden und ignoriert werden. Und da fällt, glaube ich, Leo drunter und bei ihm merkt man es wohl auch am meisten. Also da hätte tatsächlich noch einiges passieren können mit dem Jungen. Und was ich mir auch noch vorstellen kann, welche Funktion erfüllt, dass eben, wir wissen ja bis dahin noch nicht, ob Frannys Kind jetzt gesund ist oder nicht. Und ob auch andere Nachkommen aus diesen überlebenden Ehen oder Beziehungen oder wie auch immer, ob diese Nachkommen dann noch gesund sind. Und wir haben halt hier einige Kinderfiguren, die damit ankommen. Und ich glaube, die sind auch zum großen Teil dafür da, um zumindest so eine fadenscheinige Begründung zu liefern, warum man jetzt überhaupt noch an der Zukunft baut. Weil wenn sie alle davon ausgehen, dass sie sich eh nicht fortpflanzen können erstmal, dann wäre es halt alles relativ sinnlos, dass aber eben 5, 6, 7 Kinder gibt in der ganzen Gemeinde, dann kann man sich da schön reden, dass man ja für die wenigstens ein Leben bauen muss. Ja, diese Kinder gibt es ja auch auf der anderen Seite. Also ich denke, da hast du schon einen guten Punkt damit. Rosenblut, gibt es noch Ergänzungen? Ja, zu der Shining-Sache. Dass alle Menschen Shining kennen. Mir kommt das bisschen so vor, als ob irgendwie Herrn King irgendwann eingefallen wäre, hups, ich bin ja Horrorautor und jetzt sprenkel ich da nochmal ein bisschen was Unerklärliches mit rein. Aber für die Geschichte selbst ist das ja nicht so wichtig. Ja, durchaus. Wie gesagt, das Einzige, was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass es darum geht, dieses Shining oder diese Dinge als ein Merkmal der neuen Rasse zu definieren, der überlebenden Rasse eben. Genau, es würde wahrscheinlich auch gar nicht so auffallen, wenn nicht tatsächlich der Begriff Shining verwendet werden würde in dem Buch. Wenn es einfach nur diese präkognitiven Fähigkeiten wären, ja, okay. Aber gerade durch die Verwendung dieses Begriffs fällt es halt einem auf. Na gut, dann würde ich sagen, haben wir die beiden auch abgearbeitet. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit Tom Cullen und Lloyd. Ja, wir haben jetzt irgendwo noch Nick Andros unterwegs verloren. Naja gut, wie gesagt, wir hatten Nick so ein bisschen bei Leo verortet. Deswegen reden wir kurz über Nick noch, bevor wir zu den anderen beiden kommen. Ja, Nick ist eigentlich für mich sogar einer der interessantesten der vier guten Hauptfiguren. Ja, es wird als ziemlich intelligent dargestellt. Gut, taubstumm, das hatten wir schon genannt. Er ist Atheist,
dass er auch, also er gibt auch offen wieder Worte der Mutter Abigail, die daraufhin reagiert mit, aber Gott glaubt an dich. Er kommt eigentlich gut mit den anderen klar, hat auch jetzt nicht unbedingt viele Probleme wegen seiner Behinderung. Ist vielleicht in dieser Darstellungsweise so ein bisschen, wie auch du, so übertrieben gut dargestellt. Wegen dem übertrieben gut dargestellt, da habe ich einen kleinen Ansatz. Er hat ja am Anfang, während er da im Gefängnis ist, diesen Traum, wo ihm Fleck mehr oder weniger so die Welt anbietet. Und das hat mich sehr erinnert an die Szene, die Verführung von Jesus, wo eben auch er angeboten kriegt, hier so, das kann alles dir gehören und so weiter, du müsst dich mir nur anschließen. Aber er lehnt das Angebot ab. Und das ist, glaube ich, er hat so ein bisschen Jesus-Züge, finde ich. Ja, ich wollte sagen, die Szene ist quasi 1:1 übernommen. Genau. Ich würde ihn aber sogar noch mit einer anderen biblischen Figur vergleichen, und zwar mit Job, weil er kriegt ja doch ständig was drauf. Er wird, als wir ihn kennenlernen, wird er ziemlich übel verprügelt und ja, eigentlich im Laufe der Geschichte wird er ständig irgendwie verletzt und dann stirbt er auch mittendrin plötzlich. Also ist also eine Figur, die ständig was draufkriegt, die ständig Leid erfährt. Und trotzdem ist er eigentlich eine positive Figur. Also er lässt sich dadurch nicht unterziehen. Ja, der Vergleich mit dem Leiden, da hast du recht. Allerdings leidet Hiob ja, um zu beweisen, dass er immer noch weiter an Gott glaubt. Und Nick ist halt der absolute Atheist, deswegen, ja, wie gesagt, hinkt ein bisschen. Wir Atheisten müssen auch leiden. Tja, aber wir können es uns nicht schönreden, das ist das Problem. Was mich ein bisschen bei Nick stört, ist, dass sein Charakter sich auch nicht so wirklich weiterentwickelt, was vielleicht auch mit seinem plötzlichen Tod zusammenhängt. Seine wichtigste Beziehung ist ja, glaube ich, die zu Tom. Und das merkt man auch daran, wie schwer es ihm fällt, Tom als Spion auszuerwählen. Genau, auf jeden Fall. Er ist halt, er ist eigentlich prädestiniert dafür, auch einer der Anführer zu sein. Aber ich glaube, man möchte ihm mit seinem frühen Tod er hat zwar die schwerste Entscheidung schon getroffen, aber man möchte ihn, glaube ich, ein bisschen mit seinem frühen Tod vor den Konsequenzen seiner Entscheidungen bewahren. Ich denke auch, es ist einfach so, King hat einen Good Guy, einen fehlerlosen Good Guy mit Stu Redman und mit Nick, und solange die beiden noch getrennt unterwegs waren, war das kein Problem. Aber als sie dann zusammen in Boulder sind und dann noch Larry dazukommt, das ist einfach zu viel des Guten. Da muss der dann irgendeinen streichen. Na, und wie gesagt, ansonsten hätten wir halt auch zu viele Joker-Figuren, weil es ist halt einerseits Leo, der als junger Mensch, als Medium fungiert. Wir haben Nick, der als einer der Ersten unter anderem mit die Träume hat und der eben durch seine Behinderung ja auch irgendwo eine Sonderfunktion hat. Und gleichzeitig eben Tom, der dann letzten Endes wirklich als der vollendete Joker beide Sachen in sich vereint. Einerseits die Vision, wie gesagt, dieses imaginäre Gespräch mit Nick dann, und andererseits eben diese Behinderung, mit der er eben über Fleck und über dessen Radar steht. Und ich glaube, deswegen musste Nick weg, weil ansonsten eine Joker-Figur zu viel da gewesen wäre. Genau, wir haben die magische schwarze Frau, wir haben den magischen Behinderten, dann noch einen magischen Behinderten. Das ist einfach ein Overkill. Das sind einfach zu viele Figuren. Aber es schadet der Handlung ja auch nicht. Nach dem ja etwas zähen Teil bringt ja Nix tot, und die Explosion, die bringt die Handlung dann wieder richtig ins Rollen. Habt ihr auch noch Ergänzungen im Rosenblut? Zu deinem Dualitätsprinzip würde ich zu Nick tatsächlich den Mülleimermann setzen. Aus folgenden Gründen: beide hatten es ja schwere Jugend, und während Nick sich immer wieder selbst versuchte rauszuarbeiten, sich versuchte zu integrieren, hat Mülli ja sich ja eher seinem Schicksal ergeben oder es voll ausgelebt, dann zum Schluss hin auch. Dann kommt es dazu, dass sie beide reisen, beide verletzen sich auf ihrer Reise. Dann kommt es, sie träumen beide, träumen auch beide von jeweils Randall und Abigail, entscheiden sich dann gegenseitig und dann zur Bombe. Nick versucht, die Bombe noch zu entschärfen, zu finden, während Müll sie ja nach Las Vegas trägt und ja letztendlich auch ja quasi zur Explosion bringt, also nicht richtig, aber schon so. Also wenn, würde ich das Dualitätsprinzip dann so anwenden. Durchaus, auf jeden Fall. Wir haben ja auch viele
in sich greifende Dualitäten. Also da gebe ich dir auf jeden Fall recht, ja. Ja, dem kann ich mich auch anschließen. Gut, dann würde ich sagen, reden wir über Lloyd. Was hast du für eine Meinung zu Lloyd, Jonas? Ja, Lloyd scheint mir anfangs ja irgendwie so ein recht schlichter Mensch zu sein, der ja irgendwie versucht, an Geld zu kommen, nicht unbedingt kriminell sein will, aber das halt ja als Chance sieht, ein bisschen Kohle zu verdienen. Und ja, als er dann mit Fleck zusammenkommt, dann kriegt er eine Aufgabe und wächst an ihr. Und er sagt ja auch selbst, dass er glaubt, intelligenter zu werden, während er mit Fleck unterwegs ist und in seiner Nähe ist. Und ja, ich glaube, er versucht einfach, das Beste aus der jeweiligen Situation zu machen. Und ja, ist auch Fleck gegenüber ziemlich loyal. Ich würde sogar sagen, er ist auch Flecks wichtigster Mitarbeiter in der Geschichte. Aber ich gebe dir recht, am Anfang fand ich die Figur auch eher ein bisschen langweilig. Vor allem ganz am Anfang, im ersten Kapitel, wo er auftaucht, stört Poke den Eindruck von Lloyd. Poke ist so ein Charakter, der so überdreht wirkt, dass Lloyd halt sehr blass abfällt. Aber dann mit der Zeit wird es aus ihm doch eigentlich ein ziemlich interessanter Charakter. Er ist ja auch eigentlich nicht von Grund auf böse. Er tut halt das, was er tun muss, um, ja, um seine Ziele zu erfüllen. Und was ich an ihm interessant finde, ist, es ist die einzige Figur, die von Fleck persönlich, also mit Flecks Anwesenheit, rekrutiert wird. Das hatte sonst keine der Figuren. Die hatten Träume oder Visionen, aber hier taucht Fleck ja wirklich im Gefängnis auf. Richtig. Und vor allem, wie gesagt, er ist halt, er hat hier einiges. Einerseits diesen reinigenden Wahnsinn in der Zelle. Die Vision kommt durch Hunger. Das ist übrigens in dem Sinne auch noch ganz interessant, weil ja Abigail von Stu und Konsorten möchte, dass sie ohne jede Vorbereitung in die Wüste gehen, weil Hunger eben ein wichtiges Element im Hinblick auf die Erlösung oder wie auch immer ist. Und ja, im Endeffekt ist das genau die Umkehrung. Er hat diese Vision durch die Hunger, durch diese Hungerei. Und er kontrastiert auch die Reinigung von Lowry in der Wüste, weshalb er halt auch irgendwo sein Gegenspieler ist. Und natürlich die beiden deswegen auch am Ende zusammentreffen müssen. Kurz noch zu der Geschichte, wo Abigail die aussendet. Das erinnert auch an die Geschichte, wie Jesus seine Jünger aussendet, wie sie immer zu zweit losgehen sollen und ja seine Wahrheit verkünden sollen. Da sagt er auch hier, geht los, kein Stock, gar nichts, nur eure Schuhe, kein Proviant und ja, auf geht's. Naja, und ich glaube auch so diese ganze Exitus-Geschichte, also auch dieses, es wird schon für euch gesorgt werden, aber vertraut mal auf mein Wort und macht mal selber nichts. Ja, das stimmt. Haltet ihr denn Lloyd für einen generell loyalen Menschen oder haltet ihr ihn für zweckgebunden loyal, weil er gerne am Leben bleiben möchte und seine besten Chancen bei Fleck sieht? Grundsätzlich zweckgebunden loyal, aber ich glaube, er verdankt Fleck so viel, dass er ja ihm ja wirklich loyal ist, zumal er ja auch Vorteile hat in seinem Inneren, von dem er kann sich Sachen besser merken und er ist schlauer in Flecks Gegenwart. Deswegen ist es ja so ein Mittelding, denke ich. Grundsätzlich zweckgebunden im Fall Fleck, aber richtige Loyalität. Okay. Das denke ich auch, wobei gerade gegen Ende der Geschichte, ich denke, Lloyd ist derjenige, der noch am ehesten merkt, dass Fleck langsam so die Kontrolle verliert. Ich denke, da bleibt er nur, weil er weiß, ich komme hier nicht raus, der lässt mich vorher umbringen. Sonst würde er, glaube ich, abhauen dann. Führt er nicht sogar in Las Vegas gegen Ende zu dieses Gespräch mit den Leuten, die abhauen wollen? Also er hält niemanden davon abzugehen, aber er beschließt selber, dass er bis zum Ende bleibt. Und das durchaus aus Überzeugung, glaube ich. Ja, genau, das stimmt. Ich weiß nur nicht, ob es aus Überzeugung ist. Ich glaube, er hat einfach nur einen unheimlichen Lebenswillen. Das sieht man ja am Anfang da in dieser Gefängnisszene. Dass er einfach jemand ist, der das tut, was er tun muss, um am Leben zu bleiben. Und wenn er dafür bei Fleck bleiben muss, auch wenn der für den Verstand verliert, dann bleibt er halt. Ich glaube, das wäre dann nochmal extra in einem inneren Monolog beschrieben worden, aber das ist nur so ein Gefühl. Nee, ich glaube, ich kann mich da auch dran erinnern. Also ich habe bei Lloyd immer das
Gefühl gehabt und jetzt kommt ein unpassender Nazi-Vergleich. Er ist der Verwalter, also der Eichmann, der Adolf Eichmann von Fleck. Er ist nicht aus sich heraus grausam, er hat aber auch kein Problem damit, dass Grausamkeiten geschehen, ob er oder auch für die Grausamkeiten verantwortlich zu sein. Er muss sie nicht selbst ausführen, hätte kein Problem damit, aber wenn er andere findet, die das machen, dann ist das auch in Ordnung. Genau, also er ist nicht im klassischen Sinne Sadist, sondern er tut einfach die Dinge, die in seinen Augen oder in den Augen seines Chefs nötig sind. Er erfüllt nur die Befehle, ja. Gut, wenn ihr keine Ergänzungen mehr zu Lloyd habt, würde ich sagen, kommen wir zu Tom. M-O-N-D. Das bedeutet Tom Cullen. Tom Cullen beschreibt sich selbst ja auch als Gottes-Tom. Und wir haben ja schon vieles über ihn geredet. In gewisser Weise ist er sogar mächtiger als Fleck, weil dieser seine Gedanken nicht lesen kann. Und er ist ja auch der einzige von all den Figuren, der nach Las Vegas reist, der wieder zurückkommt. Das ist ja weder die Guten noch die Bösen, die sonst dahin reisen, kehren ja noch zurück. Das finde ich auch eigentlich interessant. Da stimme ich dir vollkommen zu. Und wie gesagt, er erfüllt halt auch dieses klassische, selig sind die geistig Armen. Das heißt, dadurch ist er halt auch begünstigt, denn seine Visionen sind deutlich klarer als die anderen. Er sieht zum Beispiel auch, dass bei Friends Schwangerschaft alles okay ist, ohne dass er es wissen kann. Und eben auch zu Abigail und so weiter und so fort hat er deutlichere Bilder als die anderen. Er ist undurchschaubar, aber das ist wichtig, er ist nicht leer. Und er erfüllt halt sein Schicksal ohne Leid und Klagen. Und ja, ist eigentlich relativ glücklich damit, genauso wie der Mülleimermann. Ja, um einen Vergleich zu einem Namensvetter von Tom Cullen zu ziehen, zu Tom Bombadil aus Herr der Ringe. Der wird ja auch, wird nicht vom bösen Ring beeinflusst, zieht auf die Reise, er sieht in die Zukunft, Vergangenheit. Und da hat er aber eigentlich mit der Geschichte selbst überhaupt nichts zu tun. Also im Sinne von, es interessiert ihn eigentlich nicht. Er macht da seinen Weg, er singt, er macht... Ja, also er ist auch wirklich ein irgendwie sehr angenehmer Charakter. Also ich finde ihn echt nicht schlecht. Er ist auch, glaube ich, in seiner Art sehr gut beschrieben. Er ist auch meiner Meinung nach nicht so, also er ist nicht mitleidserregend oder mitleidserweckend in irgendeiner Form. Das finde ich auch sehr schön in seiner Darstellung. Er hat halt eine wichtige Rolle und er erfüllt sie sehr gut und vor allem auch sehr zuverlässig. Man muss ihn natürlich entsprechend verantwortungsvoll mit Aufgaben betrauen und sie ihm auch etwas genauer erklären. Aber er ist nicht unfähig und er ist nicht nur dumm, sondern er ist halt einfach anders begabt. Was ich übrigens eine sehr schöne Szene fand, war mit seiner Autowerkstatt, seinem Matchbox-Spielzeugs da. Das fand ich sehr niedlich und toll. Ja, ich mag den Charakter auch sehr. Also, er kommt eigentlich sehr sympathisch auch rüber. Ja. Gut, ich würde sagen, zu den anderen Charakteren sagen wir nicht mehr sonderlich viel. Wie gesagt, ich fand persönlich Glenn noch ganz lustig als leicht zynisch angehauchten Soziologen. Auch so einen braucht es, wenn es darum geht, eine neue Zivilisation aufzubauen. Aber der hat halt so sonst nicht sonderlich viel Charakter. Der Richter und alle anderen auch nicht. Also ich weiß nicht, habt ihr noch jemanden, den ihr was sagen wollt? Ja, gerade zu Glenn, da finde ich eigentlich ganz witzig, dass er den weiteren Verlauf der Handlung voraussagt. Er beschreibt ja, wie es laufen wird, dass sich Fleck irgendwann eine Atombombe beschaffen wird und so weiter. Also er hat so schon so tatsächlich so eine Orakelrolle hier. Aber du hast recht, die Figur ist kaum ausgearbeitet ansonsten. Und obwohl er einer der Figuren ist, die zum letzten Gefecht aufbrechen, ist er relativ blass. Er ist eigentlich nur dafür da, um zu sagen, ich hab's euch doch gesagt. Ja, so wie du bei uns. Einer muss den Job ja machen. Und du machst ihn toll. Ja, Glenn ist für mich einer der einzigen Charaktere im Buch, wo ich tatsächlich nicht gedacht habe, der sollte sterben oder so. Der nervt. Nee, Glenn nervt nicht, der war gut. Habt ihr sonst noch irgendeinen Charakter, über den ihr reden wollt? Ja, ich habe tatsächlich noch einen, und zwar Kojak. Ja, Kojak ist toll. Ich mag den Hund ja sowieso, aber ich finde es interessant, dass er hier ja ein Kapitel tatsächlich aus Sicht des Hundes schreibt. Kojaks Reise wird ja tatsächlich aus Hundesicht beschrieben und das sehe ich als Vorläufer für den Roman Cujo an, der ja auch große Teile aus Hundesicht hat. Oh, da muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann mich an Cujo kaum erinnern und ich weiß, dass ich es furchtbar fand. Aber Kojak war toll.
Ja, Kojic ist super. Haben wir denn eigentlich schon mal drüber nachgedacht, warum überlebt denn Kojic? Also warum, die Hunde sind ja generell alle gestorben und ich bin mir nicht sicher, aber die Katzen nicht, ne? Nee, die Katzen überleben. Katzen sind ja auch böse. Ja, vielleicht gibt es bei den Hunden halt auch ein paar, die immun sind. Aber es gibt halt wesentlich weniger Hunde in den USA als Menschen. Deswegen sind es auch weniger pro Quadratkilometer oder so, die überleben. Und es überleben ja auch eine ganze Menge Wölfe, die ja auch den Hunden sehr genetisch verwandt sind. Ich glaube, die Argumentation wurde, glaube ich, sogar im Buch gebracht, dass die alles, was wild ist und alles, was nicht mit der Zivilisation und so weiter verbunden ist, also auch die Rehe und Hirsche und bla bla bla, das überlebt alles und deswegen auch die Wölfe. Und der Punkt, dass es mehr Hunde als Menschen in den USA gibt, das weiß ich nicht, ob ich das so unterschreibe. Mehr Hunde als Menschen? Nee, ich meinte, es gibt mehr Menschen als Hunde, oder? Glaube ich, würde ich nicht denken. Glaube ich nicht. Müsste man mal rausfinden. Aber gut, ich verstehe, was du damit sagen willst. Ich verstehe deinen Punkt. Stimme ich dir auch vollkommen zu. Aber wie gesagt, interessant ist wirklich, dass die Wildtiere alle überleben und alles, was zivilisatorisch an uns gebunden ist, dann kaputt geht. Ja, sonst noch Ergänzungen zu den Charakteren? Ich denke, wir können auf unsere Gedanken zur ganzen Geschichte jetzt langsam eingehen. Ich denke, die Charaktere haben wir jetzt durch. Dann würde ich kurz sagen, gehen wir mal auf die Thematiken ein. Was mir jetzt eindeutig aufgefallen ist: Wir haben hier natürlich grundsätzlich die Thematik Altes Testament, Bibel und Auslegung, aber vor allem auch das Element falsche Propheten. Wir haben sehr viel Kapitalismuskritik drin, sehr viel Technikgläubigkeit und amerikanischer Lebensstil. Also so Geschichten wie Müllpressen, Fernseher, Umweltverschmutzung und so weiter. Thematisiert wird außerdem der Zweifel an einer zahnlosen Demokratie, die eben Dinge wie Captain Trips und Militär und Vertuschungsaktionen und so weiter erlaubt. Auch hat man ja in der echten Welt schon gesehen, Kalter Krieg, Reagan, Watergate, die ganzen CIA-Experimente und so weiter. Aber auch die Zweifel an einer Entwicklung der Stadt nach dem Endkampf. Also soll man die Polizei bewaffnen, soll man überhaupt eine Polizei haben und diese Dinge. Wie steht ihr denn dazu? Ja, das Buch wirft da einige interessante Fragen auf. Ich denke aber, dass es da wirklich keine wirklichen Antworten drauf gibt. Also das Buch liefert zumindest keine. Wahrscheinlich hätte das auch den Rahmen noch wirklich gesprengt. Hier ist es auch wieder, King bricht ja diese Handlung, diesen Wiederaufbau dann plötzlich ab und schickt die vier Figuren los und wir erleben gar nicht mehr, wie es weitergeht. Als sie zurückkommen, erfährt man ja, dass sich da noch einiges getan hat. Aber wie die Leute ihre neue Gesellschaft jetzt ordnen, das weiß man nicht so genau. Da erfährt man nicht so viel drüber mehr. Naja, wir erfahren halt, dass sie sich dann beschließen, dass der große Teil der Anfangsbewohner sich in den USA verstreuen wird. Und das ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass die da innerhalb ihrer kleinen Dörfer dann kleine Mini-Diktaturen gründen. Also das halte ich nicht für unwahrscheinlich. Und wir haben ja auch hier, und das ist der Punkt, weshalb das nicht ausgeschlossen ist, es fällt irgendwann der Satz, und wir sollen die Guten sein. Und ja, dieser innere Kampf auch bei den Guten ist ja durchaus schön dargestellt, finde ich. Also das fand ich einen ganz interessanten Ansatz an dem Buch. Wir wissen ja auch gar nicht, ob es nicht irgendwo schon Ansammlungen von anderen Leuten gibt, die jetzt weder von Abigail noch von Fleck geträumt haben. Dass es schon, was weiß ich, irgendwo ganz unten im Süden schon wieder Menschen getroffen haben oder so. Darüber erfährt man ja auch gar nichts in dem Buch. Die Diskussion hatten wir in der letzten Folge ja schon zu nächtliche Brandung. Glaubt ihr, dass es in dieser ganzen Situation neutrale Menschen gibt? Rosenblut? Also, da keine erwähnt werden, gehe ich nicht davon aus, dass es noch welche gibt. Ja, ich denke, es gibt welche und sie werden nicht erwähnt, weil sie halt keine Rolle spielen. Das vermute ich auch. Es gibt ja auch Figuren, die ja eigentlich ursprünglich dann nicht mitwollen unterwegs auf der Reise und sich dann doch anschließen. Ich denke, dass es da noch viel mehr gibt, die einfach, ja, selbst wenn sie von einem der beiden träumen, dem nicht nachgeben, sondern da bleiben, wo sie sind, wo sie sich auskennen und wo sie sich ein neues Leben wieder aufbauen können aus dem Alten heraus. Was ich hier interessant finde und weshalb ich ein bisschen bezweifle, dass es neutrale Charaktere gibt, ist, dass wir ja hier diesen, ja, wieder diesen religiösen Aspekt haben, beziehungsweise
die Kritik an Theokratien, an falschen Propheten und an dieser Diskussion von Ideologie über Menschenverstand. Und gerade Nick wäre ja dann eigentlich einer dieser Menschen, der müsste neutral sein, der müsste völlig neutral sein, glaube ich. Weil er eben nicht diesem religiösen, wir sind die Guten angehört, sondern einfach das tut, was er für richtig hält. Und dass dann trotzdem ein Mensch wie Nick eben auch sich hingezogen fühlt zu einer Abigail, es sagt für mich meiner Meinung nach, dass es keine neutrale Zone geben kann. Aber als wir Nick kennenlernen, befindet er sich ja eigentlich schon auf einer Reise. Das heißt, Nick hat ja kein Zuhause wirklich. Das ist ja ein eher ruheloser Charakter. Warum sollte der irgendwo so jetzt bleiben? Also gerade bei dem verstehe ich schon, dass er weiterzieht. Ja eben, ich würde verstehen, dass er weiterzieht, aber nicht, warum er bei Abby landet. Der gehört halt meiner Meinung nach weder zu Abigail noch zu Fleck, weil er ist halt weder böse noch gut im eigentlichen Sinne dieser religiösen Selbstüberschätzung und des Glaubens, dass wir jetzt die Guten sind. Sondern, ja, ich bin halt einfach da und ich versuche daraus was zu machen. Also, der müsste am ehesten in so einer neutralen Zone meiner Meinung nach landen und das tut er nicht. Und das sagt für mich, dass es keine neutrale Zone gibt. Ja, ich sehe das mal vom geografischen Standpunkt. Wenn man guckt, Boulder und Las Vegas ist beides eher im Westen der USA und ich glaube nicht, dass der Osten komplett leer ist. Zumal ich glaube, in Boulder rechnen sie damit, dass irgendwie Anfang des Jahres 80.000 Menschen sein sollen. Ich nehme an, in Las Vegas ungefähr genauso viele oder lass es auch doppelt so viele sein. Aber es sollen ja insgesamt nach Glanzberechnungen nach dem Winter noch 1,6 Millionen Menschen allein in den USA leben. Ja, und dass die alle irgendwie da verstrickt sind in das Ding, das glaube ich nicht. Oder dass sie alle auf dem Weg sind. Könntet ihr euch denn vorstellen, dass es vielleicht keine neutralen Zonen gibt, im eigentlichen Sinne von Neutralität, sondern dass wir in jedem, meinetwegen in jedem Land oder wie auch immer, ein so ein Gegensatzpaar haben wie Abigail und Fleck, dass die alle so eine Vision haben, aber eben zu jeweils anderen Menschen, Propheten? Vielleicht nicht mal unbedingt zu diesen Propheten, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sich so gewisse Gruppen von Menschen zusammenschließen. Also es ist tatsächlich so, Kolonien der Guten und Kolonien der eher Bösen gibt. Das kann ich schon denken. Mhm. Aber ich denke schon, dass es da so Kolonien gibt. Die einen sind mehr gut, sag ich mal, die anderen mehr schlecht, was auch immer das bedeuten soll. Aber dass die halt ja vollkommen außerhalb des Kontexts dieses klassisch Gut-Böse zwischen Fleck und Abigail stehen. Okay, aber ihr glaubt, dass es wirklich nur zwei Propheten gibt? Also nicht, dass irgendwo in der ganzen Welt noch andere so Propheten, die von K oder wie auch immer gesteuert werden, dass es einfach nur in dem Fall die beiden sind und es in anderen Fällen andere zwei gibt. Wo? Überall auf der Welt, weil wir haben überall auf der Welt den Virus ausgesetzt. Nein, God's Own Country, da spielt sich alles ab, fertig. Okay. Ich denke auch, es ist halt sowieso dieses sehr amerikazentrische Weltbild. Gut, das muss man halt so akzeptieren. Aber was halten wir auch davon, ja tatsächlich, dass Gott ja wirklich in die Handlung eingreift? Gerade das Ende der Geschichte ist ja eigentlich so, ihr geht jetzt nach Las Vegas, weil Gott es so will. Und auch diese Träume, es ist ja eigentlich eine merkwürdige Beeinflussung der Handlung. Greift Gott ein oder haben wir hier einfach eine zum Beispiel schockinduzierte Massenhysterie? Ich würde sagen, das ist tatsächlich Deus Ex Machina, also die Gottesmaschine. Gott greift tatsächlich aktiv in die Handlung ein. Zwar nicht so schlimm wie in der Verfilmung, wo am Ende tatsächlich die Hand Gottes runterkommt und die Atombombe zur Explosion bringt. Oh Gott, war das schlimm. Ich auch ja, nicht. Katastrophal. Aber dennoch finde ich, dass er, auch wenn Mutter Abigail ihre Hand auf Franny legt und sie heilt, das sind ja auch solche Momente, die zeigen, dass Gott soll das ja sein, der da eingreift und nicht Mutter Abigail. Na, da würde ich dir widersprechen. Also ich gehe fest davon aus, dass Abigail das glaubt und ich gehe auch fest davon aus, dass aufgrund dieser Zuschreibung, die gegenüber Abigail gemacht wird, dass sie eben auserwählt ist, dass sie der Prophet ist oder wie auch immer, dass das die anderen glauben. Aber es kann eben genauso gut eine Massenneurose-Hysterie wie auch immer sein, die aber dann natürlich auch die entsprechenden Placebo-Effekte hat.
Also ich würde das nicht mal unbedingt so sehen. Der einzige direkte Eingriff, wo wir wirklich etwas sehen, ist der Einfluss des, in Anführungsstrichen, Gegengotts, also des Bösen. Eben im Sinne von, wir können definitiv sehen, dass Fleck schwebt, das ist Fakt, also innerhalb der Geschichte Fakt. Und wir können definitiv sehen, dass Fleck diesen lustigen Feuerball da produziert. Das sind aber die einzigen sichtbaren Dinge, die man nicht erklären kann mit einer Massenhysterie oder Neurose. Also, dass es übersinnliche Elemente in der Geschichte gibt, ich glaube, da sind wir uns einig. Was für mich interessant wäre, was ist, wenn Nick überlebt hätte und wenn Mutter Abigail ihn auf die Reise geschickt hätte, wenn sie gesagt hätte, Nick, du gehst jetzt nach Las Vegas, weil Gott es so will. Wie hätte Nick da reagiert? Hätte er gesagt, ich glaube, du spinnst. Ich könnte mir vorstellen, dass Nick trotzdem gegangen wäre. Allerdings hätte die Geschichte dann einen wesentlich lustigeren Ansatz genommen, glaube ich. Weil ich könnte mir vorstellen, dass dann sich unser Freund Fleck hingestellt hätte, pass auf, mein Freund, wenn du deine Pflicht da verrätst und so weiter und so fort. Ich kann dir anbieten, dass du wieder reden kannst. Ich kann dir anbieten, dass du das und das und das kriegst und so weiter und so fort. Und wenn du das nicht annimmst, dann kann ich dich halt, auch wenn du nicht reden kannst, so lange foltern, bis du redest. Das fände ich einen hübschen Ansatz. Ich denke, das wäre interessant gewesen, ja. Ja, ich denke auch, dass er mitgegangen wäre, aber nicht, weil er denkt, dass Gott das so will, sondern weil Abigail das will und er ihr vertraut. Und egal, ob sie das jetzt von Gott weiß oder einfach das Gefühl hat, das zu tun, aber dass er denkt, sie weiß schon, was richtig ist. Beziehungsweise, ich könnte mir auch vorstellen, dass er wirklich aus eigener Überlegung sagt, es ist besser, wenn wir da jetzt Spione hinschicken und wenn wir uns darum kümmern, als dass die uns überraschen. Also, dass er da wirklich auch in eigener Initiative schon beschlossen hätte, dass das die klügere Idee wäre. Ja, die Übersinnlichkeit wird ja sehr inkonsistent behandelt eigentlich. Es gibt ja ein Kapitel, in dem sich Randall Fleck ein Auto besorgt und später erfahren wir, dass er da sich eigentlich problemlos auch hin und her beamen kann. Er taucht ja an den Grenzen auf, nachdem der Richter erschossen wird und sowas. Wozu braucht er dann ein Auto? Ich habe es nicht verstanden. Wie gesagt, ich glaube, Fleck ist so ein Charakter, der hat einfach Spaß an solchen Sachen. Ich meine, wenn ich einen freien Highway habe und keine Bekloppten, die da drauf rumstehen, und ich habe Zeit, weil ich hab's ja nicht eilig, und kann da kuschelig durch die Gegend fahren und ab und zu mal noch eine Frau vergewaltigen oder irgendwas, was auch immer da Fleck Spaß macht. Warum sollte er sich die Zeit nicht nehmen? Ich meine, warum muss ich meine Kräfte? Und es wird ja auch gesagt, dass seine Kräfte erst langsam zunehmen. Dieses Schweben geht ja immer höher zum Beispiel und so weiter. Warum sollte ich mir die Mühe machen, meine Kräfte jetzt schon zu verschwenden, wenn ich doch auch kuschelig in meinem mit gefälschten Papieren ausgestatteten Auto durch die Gegend kurven kann? Aber wozu braucht Gott ein Raumschiff? Das versteht Jonas wieder nicht. Hey. Naja, aber also wie gesagt, ich gebe dir da durchaus recht, er könnte auch anders. Aber ich würde wirklich sagen, Fleck ist so ein Mensch oder so ein Charakter, der hat da einfach Spaß an der Freude dran und deswegen macht er das einfach, wer es kann. Das denke ich auch. Ich hätte noch einen letzten biblischen Vergleich. Und zwar also im ersten Teil des Buchs. Die Captain Trips kommt mir in manchen Kapiteln vor wie so eine biblische Plage. Und anstelle von der zeugte den und der zeugte den und der zeugte den, gibt es halt dann und der infizierte den und der infizierte den und der infizierte den. Das fand ich auch irgendwie sehr schön. Sowieso eine meiner Lieblingsstellen in diesem Buch. Ja, da gebe ich dir recht. Die ist auf jeden Fall sehr schön und das ist eben genau dieses, wir haben ja das, wie gesagt, schon ein paar Mal erwähnt, mal ist die Krankheit das Böse und die Dämonen nur das Symptom, andererseits andersrum. Und wie gesagt, auch dieser Verbreitungsgrad, da hast du durchaus recht, das erinnert sehr daran. Aber wir haben halt hier auch diese Umkehrung der Jesus-Symbolik. Also, was heißt Umkehrung? Die Rückerinnerung an die Kreuzigung als Bestrafung, woran man, glaube ich, auch den einen oder anderen nochmal erinnern muss. Wobei die Krankheit Captain Trips ja hier eigentlich tatsächlich nur der Auslöser der Handlung ist. Im späteren Verlauf spielt sie eigentlich so gut wie keine Rolle mehr. Sind dann später nochmal mit Friends Baby. Richtig. Wenn wir jetzt wieder am Anfang des Buches sind, habe ich nur einen Punkt, den ich vorhin schon erwähnt habe. Ich finde, dass am Anfang liest es sich tatsächlich so wie verschiedene, voneinander unabhängige Kurzgeschichten. Und ich würde sagen, so ein bisschen bearbeitet würde Nächtliche Brandung an dieser Stelle auch am besten reinpassen. Ja, durchaus. Stimme ich dir zu. Zumal wir ja festgestellt haben, dass Nächtliche Brandung relativ am Anfang sein muss,
weil wir ja da eben noch nicht wissen, sind da die Menschen immun oder haben sie nur Glück gehabt. Das haben wir ja bei dem Seuchenschutzzentrum dann auch, dass das Mädel erst noch lange Zeit gut aussieht und dann aber trotzdem elendig verreckt. Na gut, würde ich sagen, was wir außerdem noch an Kritikpunkten in dem Buch drin haben, wir haben ja eine sehr große Kritik an der Akademikerschleue. Das heißt, es sind fast, oder sind viele studiert und relativ klug, zum Beispiel eben unser Soziologe, aber keiner so richtig in der Lage, lebensfähig zu sein. Im Gegensatz dazu eben ein Tom Cullen, der akademisch in dem Sinne natürlich keine graduelle Ausbildung hat, aber eben die Überlebensfähigkeit hat. Wie gesagt, er ist als einziger derjenige, der aus Las Vegas zurückkommt, und er ist auch derjenige, der zum Beispiel den Tornado voraussieht und so weiter und so fort. Das fand ich an der Stelle auch nochmal ganz interessant. Andererseits kommt er nicht auf die Idee, einen Laden aufzubrechen, um sich was zu essen zu holen. Auf die Idee kommt aber Nick auch nicht. Nick legt auch nochmal Geld hin. Ja, am Anfang, aber als er dann bei Cullen ist, also vorher gab es ja immerhin noch ein paar, die überlebt haben. Und es war noch nicht wirklich absehbar, wie groß die Folgen sind. Aber Tom war ja komplett alleine in dieser Stadt. Und Nick muss ihn erst zeigen, hier, das ist zwar zu, das Geschäft, aber du kannst trotzdem reingehen. Aber er hat sich betrunken, also zumindest muss er ja irgendwo schon mal an den Alkohol gekommen sein. Ja, das stimmt. Vielleicht bei seinen Eltern oder keine Ahnung. Aber ich finde sowieso, dass wir bei diesen, bei der Aufteilung der Figuren so die Gesellschaftskritik haben, die wir bei King jetzt schon öfter entdeckt haben. Die guten Figuren, unsere Helden, die entstammen eigentlich größtenteils auch der Arbeiterklasse und sind so eher so einfache Leute. Und bei den Bösen in Las Vegas sind oft Techniker und Ingenieure, die mehr so dieser trügerischen Ordnung dienen, die Fleck da aufrecht erhält oder aufbaut wieder. Ja, genau, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Naja, und ansonsten, wie gesagt, es nimmt halt auch nicht nur Gott und gibt, sondern eben auch der Teufel. Also, wie gesagt, während Gott eben Tom Cullen ja Verstand bzw. Gehör im Gegensatz zu visionärer Fähigkeit gibt, bietet halt Fleck Lloyd Verstand an und Stellung oder eben auch dieses Angebot an Nick Musik hören zu können und so weiter und so fort. Das fand ich ja auch nochmal eine interessante Geschichte. Wollen wir noch jetzt ein bisschen über den zweiten Teil reden? Wir haben ja alle gesagt, es ist ein bisschen zäher, weil es halt sehr viel Blablabla um Politik und diese ganzen Entwicklungen gibt. Und wir überhaupt nicht nach Las Vegas blicken, was die Bösen so machen. Die Figuren wirken ein bisschen redundant, wenn sie aufeinandertreffen. Wir haben also Stu, Nick und Larry. Und die Geschichte dreht sich so ein bisschen im Kreis. Und bei meinen Nachforschungen habe ich entdeckt, dass King selbst geschrieben hat, er hatte, während er diesen Teil geschrieben hat, eine Schreibblockade. Und diese Politik hätte ihn als Autor selbst gelangweilt. Also meiner Meinung nach merkt man das ein klein bisschen an diesem zweiten Teil. Das merkt man ganz entschieden. Ich kann mir aber das Ganze noch schönreden, dass das eben wirklich diese Langatmigkeit und dass einem das auf den Sack geht, und das geht einem auf den Sack, ist wirklich genau dieser Punkt, eben auch diese Zahnlosigkeit der Demokratie. Also wir wiederholen denselben Fehler. Wir erlauben jetzt wieder genau dieselbe Demokratie, die es auch erlaubt hat, dass eben so eine Scheiße wie Captain Trips überhaupt passiert oder diese ganze Vertuschungsaktion und so weiter. Und wir wiederholen genau denselben Fehler wieder. Und von daher kann ich diesen Teil noch gerade so akzeptieren, auch wenn er nervt. Ja, ich finde halt den Gegensatz zu Las Vegas recht spannend, wo man auf einmal ja hinkommt mit der Handlung und es läuft einfach alles. Das finde ich einen schönen Kontrapunkt. Finde ich auch. Und vor allem ohne diesen ganzen Teil würde die Geschichte ja auch nicht funktionieren. Das, auch wenn es zäh ist, es entwickelt sich ja alles weiter. Gut. Rosenbrot, hast du noch irgendeine Ergänzung dazu? Also für mich liest sich das immer alles ein bisschen so, als hätte man sich irgendwo neu eingemietet und müsste sich jetzt erstmal in die Hausordnung einarbeiten und oder in die WG-Ordnung, und dann wird eine WG-Sitzung gemacht und dann wird alles neu und alles schön gemacht und dann hält sich eh keiner mehr dran. Guter Vergleich auf jeden Fall. Und dann kommen wir in den dritten Teil, bei dem plötzlich all diese kleinen Nebenhandlungen und all die Nebenfiguren, das wird plötzlich mit einem harten Schnitt abgebrochen. Und King konzentriert sich nur auf diese Hauptgeschichte, auf die Auseinandersetzung zwischen Gut und Böse. Er löst keine Geschichten mehr auf, Figuren verschwinden einfach.
Im Grunde genommen ist das schlechter Stil, aber trotzdem funktioniert das Ganze. Was meint ihr? Naja, viel länger hätte das Buch auch ehrlich nicht werden dürfen. Also er hat ja schon einen Anschluss gekriegt, dass es zu lang ist. Und also ich glaube, das musste einfach sein. Er hätte gar keine andere Wahl gehabt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass er sich damals noch die Möglichkeit offen gehalten hat, dass er vielleicht diese Handlungsstränge genauso wie den Turm in 1000 kleine weitere Verwertungen in sein Universum einbaut. Also das traue ich ihm durchaus zu, dass er den Gedanken hatte. Er kam einfach nur nie dazu. Er hat zum Beispiel im November 2014 gesagt, er hätte eine Idee für eine Kurzgeschichte im Kopf, die Stu und Fran wieder aufgreift. Jetzt aber also am Ende des Romans, wenn sie auf ihrem Weg nach Maine sind. Er wisse nur, dass Franny in einen Brunnen fallen würde, aber wie die Geschichte weitergeht, das müsste er sich schreiben, um das wirklich rauszukriegen. Gut, ich denke grundsätzlich ansonsten zum Ende, ich weiß nicht, wollen wir dazu noch großartig was sagen? Es steht eigentlich ziemlich gut für sich selbst, oder? Ich finde eigentlich ganz interessant, dass dieses große letzte Gefecht, auf das alles hinläuft, gar nicht so eine epische Schlacht ist, sondern eigentlich mehr auf spiritueller Ebene stattfindet. Da hatte ich nicht mit gerechnet. Das finde ich gar nicht so schlecht als Lösung. Ja, und vor allem, dass das Ende so schnell kommt und so schnell wieder vorbei ist, finde ich so angenehm. Ja, den ersten Vergleich, den ich dann gezogen habe, war eigentlich zu Jäger des verlorenen Schatzes, wo sie dann die Bundeslade aufmachen und die Geschichte ist dann vorbei. Und ist dann, also ist die gleiche Analogie dann möglich, dass das Gute überhaupt nicht für die Geschichte nötig war? Oder wäre die Bombe sowieso explodiert, egal ob die Guten jetzt in die Stadt geritten werden oder nicht. Richtig. Ich würde das so sehen, dass weder das Gute notwendig ist, damit Gutes passiert oder damit sich Probleme von selbst lösen, genauso wenig wie das Böse notwendig ist, damit wir uns selber ausrotten. Ich glaube, das ist so die Quintessenz des Ganzen. Also ich meine damit, es braucht halt, mit dem wir uns selbst ausrotten, es braucht halt, damit hier 3/4 der Menschheit sterben, gar nicht erst eine große Atombombe oder den großen Krieg oder irgendwas. Es braucht halt einfach nur eine beschissene Grippe. Und das passiert halt auch von selbst. Und genauso eben, wie das Böse nichts Gutes braucht, um aufgehalten zu werden. Die Welt hält sich im Gleichgewicht. Wir haben halt nur die Möglichkeit mitzugehen. Und bestenfalls den Schwung nicht zu stören. Das denke ich auch. Die Figuren haben eigentlich gar nicht so wirklich Auswirkungen auf das, was wirklich passiert. Es ist alles, ja, es ist diese Gottesmaschine, die ich schon erwähnt habe. Es ist alles Schicksal. Wahrscheinlich wäre die Atombombe auch irgendwie hochgegangen, ohne dass die Helden da angekommen wären in Las Vegas. Aber man weiß es halt nicht genau. Na gut, wollen wir an dieser Stelle vielleicht jetzt schon über die Symbolik reden? Gerne. Gut, also zuerst mal, das habe ich schon erwähnt, Fleck hat ja diverse Erscheinungsformen. Er hat Raben, er hat Wölfe, er hat Wiesel. Und das ist natürlich alles ein bisschen heidnisch-germanisch angehaucht. Wie gesagt, soll halt so ein bisschen diese alten Götter gegen die neuen Gott stellen. Und im Vergleich dazu aber, dass eben er trotzdem der Fortschrittlichere ist. Eben mit seiner ganzen Technisierung und so weiter. Außerdem haben wir das Symbol mit dem Wiesel. In der Traumdeutung heißt es, dass ein Wiesel zeigt, dass jede Handlung und jeder Gedanke eine Resonanz erzeugt, der man sich bewusst sein muss. Und es hält einem halt den Spiegel vor und konfrontiert einen mit den eigenen Schattenseiten, seines Wesenszüge oder Eigenheiten oder unangenehme Wahrheiten. Als Krafttier lehrt das Wiesel Schnelligkeit und Entschlossenheit, die natürlich Fleck durchaus hat. Und wenn es im Traum auftaucht, kündigt es meist Glück und Reichtum an, warnt aber auch vor krimineller Energie und falschen Freunden. Und wir haben halt einerseits damit die Warnung, Fleck ist anwesend, Fleck ist immer da, auch im Paradies ist das Böse immer da und kann beeinflussen, aber wie gesagt, man kann halt auch gewinnen dagegen. Dann die zweite Stelle haben wir ja schon erwähnt, die soll alles dir gehören, ist halt die Versuchung Jesu, die wirklich eins zu eins eigentlich aus der Bibel geklaut ist. Ansonsten, was ich auch ganz lustig finde, ich weiß aber nicht, ob ich das überschätze. Es gibt einmal den Satz, Larry drehte sich um. Ein schwarzer Pirat mit einer Kette aus, Anführungsstrichen, Silberdollars um den Hals, stand vor seiner Zellentür. Jetzt ist die Frage, ob das eine Judas-Anspielung ist. Es könnte durchaus sein. Ich wollte es nur mal erwähnt haben.
Ansonsten haben wir hier auch wieder obligatorisch der brennende Dornbusch, die Vision in der Wüste. Ja, und wir haben hier eine schöne Umkehrung, denn die erste Vernichtung Gottes war durch Wasser, durch die Sintflut. Ja, und die zweite Vernichtung ist jetzt durch Feuer, durch den Mülleimermann und seine Atombombe. Ansonsten haben wir ja auch hübsch die vier apokalyptischen Reiter verarbeitet, denn wir haben einmal das Element Krieg, also die Militärbasis, wir haben Blut und Hunger, also die Aufstände, die niedergeschlagen werden, und ja, natürlich Krankheit und so weiter, und Tod zuhauf. Und danach folgt eben, wie gesagt, der große Endkampf von Gut und Böse. Außerdem werden diverse Dämonennamen erwähnt, zum Beispiel Baal. Aber wir haben auch hier eine Lazarus-Symbolik, eben diese schon erwähnte Heilung von Fuen durch die Berührung von Abigail. Wie gesagt, mythologisch interessant ist auch die Idee von Makel als Symbol der göttlichen Zugetanheit. Also Nick als taubstumm, Abigail als Schwarze und alt, Tom als geistig behindert. Und das ist halt wirklich diese Umkehrung. Ich hatte bei Brennen muss Salem schon mal angesprochen, diese Idee von a crooked mind and a crooked body. Und das ist quasi dafür genau die Umkehrung. Die göttliche Zugetanheit bei körperlich oder geistig beeinträchtigten Menschen. Natürlich haben wir hier auch ganz wichtig den Mais, der natürlich eindeutig für Fruchtbarkeit steht, aber auch eben ein Symbol der neuen Welt ist. Also sowohl der neuen Welt im Sinne von historisch-geografisch, als auch wir bauen uns jetzt eine neue Welt und der Neukolonialisierung. Ansonsten der Stein mit Flex-Symbol zeigt natürlich Gebundenheit, Treue, Loyalität, aber eben auch Klotz am Bein. Und ja, über die Symbolik von Schlüssel brauchen wir nicht reden. Freiheit sowie körperlich und seelisch, aber auch frei sein von gesellschaftlichen Zwängen und einer sozialen Schicht. Also zum Beispiel, er eröffnet ja damit dem Mülleimermann die Möglichkeit, an einem gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, was er vorher nicht konnte, aber auch eben die Freiheit einer sozialen Schicht, also den Aufstieg von Lloyd zum Beispiel. Gut, das wäre jetzt zur Symbolik das, was ich sagen will. Gibt's Ergänzungen? Naja, neben der ganzen Bibelsymbolik gibt es natürlich noch etwas anderes, auf das Dela nicht eingehen will. Deswegen stelle ich erstmal eine andere Frage. Lass mich doch erstmal die andere Frage machen. Welchem Genre seht ihr diesen Roman zugehörig? Ist es Horror? Ist es Epic Fantasy? Ist es ein postapokalyptischer Thriller? Oder ist es ein Liebesroman? Oder was denkt ihr? Ich würde das am ehesten postapokalyptisches Dingsbums zuordnen. Aber ich finde auch, nicht jedes Buch braucht unbedingt eine Genrezuordnung. Ja, also ich gehe da durchaus mit postapokalyptisch ein bisschen Science Fiction, aber ja, natürlich auch ein kleines bisschen Fantasy. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich möchte dich dafür schlagen. Aber wie gesagt, ich gehe trotzdem mit dem Punkt mit. Es ist noch gar nicht so gesagt, dass das wirklich ein Fantasy-Element ist. Es könnte auch einfach eine Massenhysterie oder irgendwas in der Art wissenschaftlich Erklärbares sein, das einfach falsch wahrgenommen wird. Und deswegen würde ich diesen Fantasy-Element durchaus widersprechen. Also meiner Meinung nach ist es ein Fantasy-Roman, weil da doch einige liebgewonnene Tropes aus den Endzeit-Romanen fehlt. Vor allem wurde das Buch 1979 für den World Fantasy Award als bester Roman nominiert. Ich weiß auch nicht genau, wie ich das Buch einschätzen soll. Aber wo wir gerade bei Fantasy sind. Ich sehe es da so wie Dela, aber ich muss es trotzdem erwähnen. King hat Mitte der 80er in einem Interview oder mehreren Interviews gesagt, dass er vorhatte, so etwas wie Herr der Ringe mit einem amerikanischen Hintergrund zu schreiben. Es wäre ihm nicht gelungen, es wäre ganz anders geworden, als er geplant hätte. Aber es gibt doch tatsächlich auch Gemeinsamkeiten zwischen diesen Büchern. Viel mehr will ich da jetzt nicht sagen, sonst verprügelt mich Dela wieder und dann verschiebt sich die nächste Sendung auf unbestimmte Zeit. Und das Potsdok. Er hat bloß Angst, dass ich ihm im Potsdok in die Füße beiße. Wie jedes Jahr. Ansonsten wechseln wir schnell das Thema. Wir haben hier in diesem Buch über 400 handelnde Figuren. Das ist, wenn man bedenkt, wie King angefangen hat mit Carrie, ist das schon eine ganz schöne Entwicklung, wie viele Figuren er jetzt jongliert. Wie findet ihr das hier so im Vergleich zu den bisherigen Büchern?
Ich finde die Menge auf jeden Fall durchaus beachtlich, zumal er sich auch echt erstaunlich viel Mühe gegeben hat, eben auch diese Nebengeschichten da wirklich sinnvoll einzuflechten, auch wenn er sie nicht alle zu Ende bringt. Aber er flechtet sie halt wirklich alle ein und er schafft es wirklich, eine bevölkerte Welt zu schaffen. Und ich finde auch, die wichtigen Charaktere sind vor allem auch die weiblichen Charaktere, auch wenn sie Tropes bedienen, natürlich. Aber sie sind trotzdem glaubhaftere Frauenfiguren als die, die er früher geschrieben hat. Ja, selbst wenn sie blass bleiben, die Figuren wirken trotzdem real. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also bei mir kommt das bei vielen Personen so vor, als hätte, also vor allen Dingen die ganz kleinen Nebenfiguren, die dann irgendwie so 2, 3, 4, 5 Absätze haben. Der hat halt seine Schubladen, da holt er dann irgendwie einen Zettel raus. Ah, gut, hier, Mann, der mal was Böses getan hat und sowas. Also, ich glaube nicht, dass er je in Gefahr war, da irgendwie die Übersicht zu verlieren. Ich finde, diese ganzen kleinen Nebenrollen, das belebt das Buch. Es ist halt wie im richtigen Leben, da ist zum Beispiel mal die Kassiererin, mit der man kurz ein Wort wechselt und dann ist das Ereignis vorbei und man denkt auch nicht mehr dran. Es ist, malt das Ganze ein bisschen lebhaft aus, ohne wirklich Bedeutung zu haben. Das finde ich auch. Und es ist auch nicht so geschwätzig, wie er in späteren Büchern wird, wenn er eine Nebenfigur beschreibt und dann über mehrere Seiten beschreibt, wie der Schwager des Briefträgers dieser Nebenfigur, wie dem mal das und das passiert ist. Das kommt ja tatsächlich auch noch. Und sowas haben wir hier zum Glück noch nicht, sonst wird das Buch, glaube ich, 4000 Seiten lang. Ja, auf jeden Fall. Nun gut, habt ihr ansonsten generell noch irgendwas, was ihr gerne ansprechen wollt dazu? Ich hätte noch so ein paar kleine Punkte zum Schluss und dann halt auch die Verwertungen. Zuerst, ich weiß nicht, ob ihr das Originalcover kennt, es war auch das deutsche Originalcover der ersten Ausgabe, wo sich zwei Gestalten bekämpfen, so eine weiße Gestalt und eine schwarze Gestalt mit so einer Pestmaske. Yep, Gabriel. Genau, das Bild basiert auf einem Gemälde von Goya. Es ist schon passend, finde ich, wobei ja dieser Kampf zwischen Gut und Böse direkt hier gar nicht stattfindet. Und der Titel, The Stand, den hat King aus einem Springsteen-Song geklaut, aus Jungle Land. Was auch interessant ist, weil er ja Larry als Springsteen-Kopie angelegt hat. Ganz kurz zu dem Kampf von Gut und Böse nochmal. Was ich hier sehr interessant finde, natürlich haben wir nicht die direkte Konfrontation in dem Sinne von Gut und Böse. Aber es gibt ja im Islam zum Beispiel dieses Prinzip großer und kleiner Dschihad. Ich weiß nicht, ob ihr davon mal was gehört habt. Das eine ist halt wirklich der Kampf gegen Andersgläubige oder wie auch immer. Das andere ist aber das viel Wichtigere. Und das ist dieser Kampf gegen sich selbst, gegen all die kleinen alltäglichen Dämonen, die man so in sich trägt. Und die ganzen kleinen persönlichen Verfehlungen und so weiter. Und ich glaube, dieser Kampf ist durchaus sehr gut dargestellt. Und der ist von diesem Bild und dieser Bildsymbolik auf dem Cover durchaus auch sehr gut abgedeckt. Ja, wobei ich mich bei diesem Bild immer ein bisschen an Star Wars erinnert fühle, aber das liegt vielleicht an mir. Wo wollen wir weitermachen? Machen wir erst die Zitate oder soll ich erst auf die Verwertungen eingehen? Nee, mache ich erst die Verwertungen und dann machen wir kurz die Querverweise und dann die Zitate. Gut. Also es gibt natürlich eine Hörbuchfassung. Die erste gelesene Fassung war sogar noch im Audiokassettenformat, war ungefähr 48 Stunden lang, wurde dann aber auch nie auf CD veröffentlicht. Und eine Neuauflage erschien dann im Jahr 2012. Es gibt auch eine ungekürzte deutsche Ausgabe, gelesen von David Nathan. Und es ist liegt auf Platz 1 der längsten King-Hörbücher. Der Roman liegt ohnehin auf Platz 1 der längsten Romane von King, also wundert an einem nicht. Es gibt eine vierteilige Fernsehserie, die von Regisseur Mick Garris verfilmt wurde. Gary Sinise, Rob Lowe, Molly Ringwald, also viele Leute des 80er-Jahre Brad Packs haben damals mitgespielt. Und die Serie wurde tatsächlich für einen Emmy nominiert. Ich finde sie auch im Großen und Ganzen gar nicht so übel, bis auf den schon erwähnten Schluss, wenn tatsächlich die Hand Gottes eingreift. Das ist sehr, sehr kitschig. Ein Remake als Kinofilm ist auch geplant.
King hat sich erst von diesem Projekt distanziert, weil er gesagt hat, dass diese Geschichte kann man nicht in einen zweistündigen Film packen. Und dann nach langem Hin und Her hieß es dann, ja, das wird in 4 Filmen gemacht. Und da wurde ein Drehbuch geschrieben und es wurden Regisseure gesucht und es wurden neue Regisseure gesucht. Und Stand 2016 liegt das Projekt jetzt auf Eis aus Kostengründen. Ich möchte aber dazu erwähnen, es ist immer ein gutes Zeichen, wenn sich King von Filmen distanziert, weil dann haben sie zumindest eine Chance zu leben. Naja, mittlerweile hat er das letzte Drehbuch sogar gelobt, also vielleicht ist es gut, dass es auf Eis liegt. Oh wei. Aber es gibt eine tatsächlich richtig gute Adaption. Von 2008 an ist im Verlag Marvel eine Comicserie erschienen. Ich glaube, mittlerweile liegt sie ja auf Deutsch vor. Insgesamt 36 Hefte, es war eingeteilt in 6 Miniserien und es ist eine sehr werkgetreue Adaption der Geschichte. Ich kann sie wirklich empfehlen. Ich habe sie jetzt auch vor kurzem durchgelesen. Es ist erheblich besser als die Fernsehserie. Ja, könnt ihr euch mal angucken. Und ja, das war's jetzt mit den Verwertungen. Gut, also wie gesagt, ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Vierteiler damals, den habe ich auch gesehen. Und ich fand den eigentlich auch echt nicht verkehrt. Mir ging nur wirklich auch damals das Ende. Das war echt scheußlich. Aber ich merke auch jetzt so beim zweiten Lesen, ich habe wirklich die Schauspieler noch dazu im Kopf, also so grob jedenfalls. Also die war wirklich so verkehrt gar nicht. Ja, vor allem Rob Lowe als Nick, den hatte ich auch immer vor Augen, ja. Na gut, dann würde ich sagen, wenn es keine Ergänzungen gibt, würde ich dich um die Querverweise kurz. Wir sind ja auf viele Querverweise schon eingegangen. Zu Randall Flagg haben wir ja die meisten schon genannt. Der Dunkle Turm spielt eine wichtige Rolle. Da wird sogar einmal die Welt von The Stand besucht. Die Augen des Drachen. Aber dann gibt es viele kleinere Verweise. Teilweise zu den Orten, wie Arnett, Texas, wird in Desperation erwähnt oder in Kurzgeschichten wie Der Affe. Hemmingford Home wird erwähnt in Die letzte Sprosse. Oder auch Kinder des Mais war es auch, glaube ich. Wir haben den Begriff Shining. Dann gibt es Querverweise auf das Monstrum Tommyknockers. Hier schreibt die Autorin Bobby Anderson das Buch Rimfire Christmas, das hier in The Stand gelesen wird. Wir haben natürlich auch den Hinweis auf den scharlachroten Buchstaben. Außerdem, ja, wie gesagt, über die ganzen Querverweise zur Bibel brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Und ja, wie gesagt, generell der ganze Turm referenziert halt extrem auf The Stand beziehungsweise andersrum. Wir haben aber auch Querverweise zu externen weltlichen Werken. Wir haben hier einmal Anspielungen zu Lord Byron, natürlich zu Tolkien, zu Bob Dylan und generell eben zur Popmusik und so weiter und so fort. Aber wir haben auch Hinweise zu Lovecraft zum Beispiel, denn Flagg wird auch ab und zu mit Lovecraftschen Namen bezeichnet. Und natürlich, wie gesagt, zur Bibel. Ja, auch andere Orte, denen wir noch häufiger begegnen werden, wie Castle Rock und Derry, werden erwähnt. Aber wie wir gesagt haben, wir gehen auf die Orte jetzt nur wirklich ein, wenn es Sinn macht. Sonst werden wir hier bei diesem Buch heute nicht mehr fertig. Gut, wenn euch sonst nichts einfällt, würde ich dann erstmal den lieben Roseblut um seine Zitate bitten. Ja, ein Zitat ist eigentlich kein Zitat im eigentlichen Sinne. Es ist mehr eine Phrase, die doch gehäuft auftaucht. Und zwar nur in der deutschen Übersetzung. Nämlich die Phrase Nick nickte. Die habe ich auch. Sie kommt im ganzen Buch 52 Mal vor und sie geht einen unheimlich um den Senkel. Das ist mir übrigens nie aufgefallen. Und ich habe das Buch jetzt schon das dritte Mal gelesen. Es ist mir nie aufgefallen. Vielleicht ist es, also bei mir zumindest, ich habe es ja gehört und da fällt einem das halt auch auf, vor allem wegen dem Gleichklang. So, und mein zweites Zitat ist von Glenn Bateman. Ich glaube, das haben einige von uns stehen. Die Supergrippe können wir der Dummheit der Menschen zuschreiben. Es spielt keine Rolle, ob wir es getan haben, die Russen oder die Letten. Wer den Kanister verschüttet hat, ist nicht so wichtig, wenn man die allgemeine Wahrheit bedenkt. Am Ende aller Vernunft steht das Massengrab. Die Gesetze der Physik, die Gesetze der Biologie, die Axiome der Mathematik sind alle Teile dieses Todestrips. Denn wir sind nun einmal, was wir sind. Wenn es nicht Captain Trips gewesen wäre, dann etwas anderes. Genau das hatte ich auch, ja.
Ich hätte aber, wenn wir schon bei Dummheit sind, noch zu bieten. Da er allein in einer Welt voller Dummköpfe war, hatte er Schmerzen wie ein geprügelter Hund und Heimweh wie einer auf einer einsamen Insel gestrandeter Mann. Jonas? Ich habe eins jetzt noch, abgesehen vom Zirpen und Flüstern kleiner Tiere und dem Klingeln von Toni Leomisters Windspiel, war es in der Stadt still. Still, still. Okay, ich warne euch vor, ich habe anderthalb Seiten Zitate, die werde ich euch nicht alle vor zumuten. Ich werde die aber, weil sie wirklich zu schön sind, um sie zu verschwenden, in die Shownotes mit reinschreiben. Da könnt ihr euch dann eventuell, wenn ihr das wollt, noch zwei, drei rausziehen. Aber ein paar von mir noch. Nun mal, ich habe da einen Freund, der mir beigebracht hat, wie das Leben läuft. Arschlöcher laufen im Rudeln rum und diesmal waren sie hinter mir her. Den hätte ich auch noch gehabt. Ansonsten, ein Mann, der Geld liebt, ist ein Drecksack, den man hassen muss. Ein Mann, der nicht damit umgehen kann, ist ein Narr. Man hasst ihn nicht, aber man mitleidet ihn. Ich hätte noch einen aus dem englischen Original, den ich also im Englischen halt besser finde als im Deutschen. That wasn't any act of God. That was an act of poor human fuckery. Ja, der war wunderschön, den hab ich auch. Ansonsten, Situation normal, alles im Eimer. Und keiner arbeitet so hart für dich wie ein Junkie. Den fand ich auch sehr schön. Den hatte ich auch noch und dann nehme ich noch meinen letzten mit anderen Worten. Ein gesunder Mensch dürfte einen beschissenen Propheten abgeben. Und dann habe ich noch ein paar hübsche zu Fleck. Er war eine Embolie, die nach einer Stelle suchte, wo sie passieren konnte. Ein Knochensplitter auf der Suche nach einem weichen Organ zum Durchbohren. Eine einsame Krebszelle, die nach einer Gefährtin sucht. Dann würden sie einen Hausstand gründen und sich einen niedlichen, kleinen, bösartigen Tumor großziehen. Und ich fand diese Beschreibung so schön für Fleck, die passt hervorragend. Ja, da stimme ich zu. Ein letztes schönes Zitat habe ich noch von Glenn. Zeigen Sie mir einen einzelnen Mann oder eine Frau und Sie werden einen Heiligen oder eine Heilige sehen. Zeigen Sie mir zwei Menschen und Sie werden sich ineinander verlieben. Geben Sie mir drei und Sie werden das bezaubernde Ding erfinden, das wir Gesellschaft nennen. Geben Sie mir vier und Sie werden eine Pyramide bauen. Geben Sie mir fünf und Sie werden einen zum Paria stempeln. Geben Sie mir sechs und Sie werden das Vorurteil neu erfinden. Geben Sie mir sieben und in sieben Jahren erfinden Sie den Krieg neu. Der Mensch mag nach Gottes Ebenbild geschaffen worden sein, die menschliche Gesellschaft aber ganz sicherlich nach dem Ebenbild seines Gegenspielers. Und sie will immer wieder nach Hause. Das soll's auch von mir gewesen sein mit den Zitaten, aber wie gesagt, die restlichen schmeiß ich euch dann in die Shownotes rein. Und damit hätten wir unsere bislang, ja mit Abstand längste Episode wohl geschafft, zumindest fast. Es fehlt noch was ganz Wichtiges. Wie bewerten wir das Buch denn? Also, wie gesagt, für mich ist es eines der tollsten Bücher, die King je geschrieben hat und je schreiben wird. Ich bin ganz ehrlich dabei, ich gebe 18 Punkte. Diskussionslos. Weil es hat so viele tolle Charaktere, es hat unglaublich wahnsinnig tolle Zitate, es macht unglaublich viel Spaß und es ist, also ich habe es in 3 Tagen gelesen, obwohl es, wie gesagt, über 2000 Seiten hat. Und nein, 18 Punkte, diskussionslos. Tja, ich gebe sogar 19. Es ist eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Es hat Schwachpunkte, aber es ist so gut, dass mir die nichts ausmachen. Volle Punktzahl. 19 von 19. Ja, ich hatte Shining 18 Punkte gegeben bisher als höchstes. Und da ich The Stand noch eine ganze Ecke besser finde, gebe ich auch die vollen 19. Ich gebe 16 Punkte, weil ich doch den Mittelteil dann doch etwas schlechter fand, als dass es da keine bessere Note eigentlich verdient hätte. Okay, dankeschön. Aber bevor wir zum Schluss kommen, habe ich leider wieder mal eine traurige Nachricht. Wie die meisten wahrscheinlich wissen, ist George A. Romero verstorben. Und da Romero viel mit King zusammengearbeitet hat und ein guter Freund von ihm war, denke ich, dass ein Nachruf auch hier angebracht wäre. Romero ist am 4. Februar 1940 in New York zur Welt gekommen. Er ist ein amerikanischer Filmregisseur, Autor und Schauspieler gewesen. Und er gilt so als Vater des modernen Zombie-Films. Er hat zu vielen seiner Filme die Drehbücher selbst geschrieben. Und er hat 1981 zum ersten Mal mit King zusammengearbeitet. Bei dem nicht zu Unrecht vergessenen Film Knight Riders. Da hat King eine kleine Rolle gespielt. King hat auch eine Rolle gespielt in Creepshow. Das ist ein Episodenfilm, zu dem King das Drehbuch geschrieben hat. Und er hat eng zusammengearbeitet mit Romero. Auch bei Creepshow 2 haben die beiden zusammengearbeitet. Und
Das war 1982 und 87. 1990 in der Fernsehserie bzw. in der Filmversion von Geschichten aus der Schattenwelt hat Romero auch eine King-Geschichte verarbeitet. Und 1993 stammt der Film zu Stephen Kings Stark, The Dark Half, auch von Romero. King hat in seinem Nachruf geschrieben, dass sein langjähriger Mitarbeiter und guter alter Freund gestorben wäre und dass es keinen anderen wie ihn mehr geben würde. Romero ist am 16. Juli im Alter von 77 Jahren an Lungenkrebs gestorben. Gut, dann danken wir dir auch für diesen Nachruf nochmal. Und wir bedanken uns bei unserem Gast, dem Rosenblut. Immer wieder gerne. Ich bedanke mich bei Jonas. Gerne, auch dir vielen Dank. Und ich bedanke mich bei Flo. War wieder ein Vergnügen. Und ich bedanke mich selbstverständlich auch bei euch, liebe Hörer und Hörerinnen. Und ja, die nächste Folge wird eine Sonderfolge von Podstock werden. Wir hoffen, dass ihr zahlreich erscheint, dass ihr vielleicht mal ein Bier mit uns trinkt oder eine raucht mit uns, dass ihr viel Spaß habt und Blödsinn mit uns macht. Und wir freuen uns auf jeden Fall sehr darauf, euch kennenzulernen, mit euch zu reden und mit euch zu podcasten. Denn wir werden eine gute Kurzgeschichte besprechen im Rahmen des Podcast-Tisch. Die Folge wird dann früher oder später nach dem Podstock oder während des Podstocks veröffentlicht werden. Ich denke, wir werden da schon einen Weg finden, dass wir die so schnell wie möglich kriegen. Und wenn die Technik mitspielt, könnt ihr sogar live zuhören, wie wir diese Folge aufnehmen. Und in diesem Sinne werden wir uns auch dann nochmal bei euch melden. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen, passt gut auf euch auf und macht keinen Blödsinn. Wir hören uns demnächst wieder und vielleicht macht ihr ja sogar mit. Unsere Leseliste findet ihr wie immer auf unserer Homepage oder in den Shownotes. Ganz liebe Grüße. Ciao. Tschüss. Tschüss.